Hallo und herzlich willkommen zum Anime Slam Podcast. Wir sind bei Episode 47, nicht wahr? Das ist richtig. Wunderbar. Heute dabei der Meister Pavel. Hallo. Und der Kevin, was bist du nochmal? Danke. Hallo Kevin. Passt so, passt. Ich bin die rechte Hand. So, was? Und meine kleine Wenigkeit, der Penguin. Ich bin aber, du weißt, ich bin Rechtshänder, ne? Also bist du eher so die Linke. Du bist halt deine linke Hand. Die brauche ich eh nicht. Danke. Ach. Ach. Ja. So, da sind wir wieder. In 2016. Das zweite Mal. Ah, ist das der erste Podcast oder zweite Podcast 2016? Das ist der zweite Podcast 2016. Der zweite. Ja. Schon traurig, dass wir das 2 Jahre machen, ne? 2 Jahre. Schön. Gut. Ja, gut. Ja, das war richtig nett zu uns als Anime-Fan. Hat ganz gut angefangen, aber klar, die ersten paar Episoden der neuen Staffelsaison sind immer ziemlich gut. Es geht so. Es gibt nicht so viele gute, wie ich mir gewünscht hätte. Och, es gibt, ich fange einfach direkt mal an mit meinem Zeug, mit meinen letzten Wochen. Ich habe Gate angefangen, logischerweise. Zweite Staffel, ja, weil ich habe gedacht so, hey, die erste Staffel war schon ganz nice, aber die geht ja sehr, sehr stark nach dem Manga. Und der Manga ist ja noch nicht allzu weit. Und dachte so, hey, mal schauen, was die zweite Staffel so liefert. Ob das besser ist oder schlechter. Hat sich rausgestellt, die zweite Staffel liefert in den ersten 10 Minuten eine Vergewaltigungsszene. Und der Rest habe ich schon wieder verdrängt. ich war nur schockiert, weil, what the fuck passiert da gerade? Da wird gerade ein Bunny-Girl vergewaltigt. Da fuck. Ja, du. Naja, vielleicht, es stellt sich später raus, es war weniger Vergewaltigung als eher so ein kleines bisschen raueres Sexspielchen, das die zwei andauernd immer treiben. Aber trotzdem, die Serie hat ein großes Problem damit, dass sie auf dem einen Fuß ein bisschen arg albern ist und auf dem anderen versucht, richtig realistisch und seriös und ernsthaft zu sein und irgendwie erwachsen. Und manchmal ist es ein bisschen so, ne? Ich finde persönlich, das Ganze ein bisschen Witzige ist in der zweiten Staffel bisher noch nicht auch vorgekommen. Ja gut, zum Beispiel das mit dem Essen, das war zum Beispiel total dumm. Also das könnte ich in die Kategorie witzig reindonnern, aber als anderes relativ böse und eher so realistisch, also was ist realistisch, eher so krankhaft, wie zum Beispiel das mit Yuka, die langsam durchdreht oder wie gesagt hat, diese rauere Sexszene am Anfang direkt das Erste, was du siehst. Also, willkommen. Wir sind jetzt Gate 2 und wir hauen jetzt erstmal hier die Vergewaltigung raus. Das M&S-Spiel. SMM, keine Ahnung. M&M's. M&M's-Spiel, ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich halt doch relativ krass. Und ich finde es auch sehr interessant, wie sie sich das entwickelt hat. Weil die erste Staffel ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch nicht so nett war. Wenn man darüber über den Anfang nachdenkt, guck mal, du siehst es erstmal wie hier Dämonen und Anderswelter, ja, wie auch immer, die Menschheit umschlachen, beziehungsweise Japan, um genau zu sein, ja. Die dann natürlich auch wieder zerstört werden. Das ging ja eigentlich auch nicht so harmlos. War rassistisch, wenn die nur Japan abschlachten. Ja, ist ja wurscht. Wir hatten es ja schon mal, dass die Japaner ja sowieso dauernd irgendwie sterben an allen möglichen. Echt mal. Jedes Weekend mal hier ein bisschen Erdbeben, dann da ein bisschen Tsunami. Ja, es ist ja eigentlich Krieg, ne, in Gate. Nur irgendwie, das Gate lässt uns das öfters mal vergessen, weil es eigentlich nicht so düster ist oder öfters mal das irgendwie kommentiert. Das ist einfach nur so, ja, wir sind in der Fantasy-Welt und hier gibt's Mädels mit Hasenöhrchen und Elfen und alles ist niedlich und wir metzen uns gegenseitig ab. Ja, nicht vergessen. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, Gate 2, da bin ich richtig heiß drauf. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn die, weil jetzt läuft es ja gerade Original Story quasi, da es keine Manga-Vorlage hat. Und so, es gibt auch keine Light Novel. Nicht? Oder? Ich weiß, es basiert auf einer Light Novel. Ich muss das mal kurz schauen. Informieren wir uns erstmal, bevor wir was labern. Das ist ein guter Punkt. Ich habe vergessen, wo ich Sachen nachschaue. Wikipedia. Okay, nee, ich glaube nicht, dass ich auf Wikipedia sowas nachschaue. ich habe vergessen, wie die Seiten heißen, wo ich mich informiere. Deutsche gut geschriebene Wikipedia-Artikel gibt es sowieso wenige. Gate ist eine Light Novel. Light Novel-Serie, die
10 Bücher hat bisher. Ah, gut, dann ist der sowieso schon viel, viel weiter. Hat angefangen 2010. Ja, aber 10 Bücher? Ja, das also sollte... 2 pro Jahr. Also das sind kleinere Bücher, das sind so 250, 300 Seiten Dinger. Aber ich denke mal trotzdem, dass so die erste Staffel maximal so die 4 Bücher halt waren. Das könnte sein. Da gehe ich schwer von aus, dass halt das doch nicht so komplett belanglos und keine Original Story ist, was der Manga da treibt. Wobei wir es ja nicht wissen können, da die Deutschen sowieso kein Interesse haben an Buchstaben. Nicht wirklich. Zumindest ist es nicht so es groß. Es muss ein Tippen sein. Es muss ein Bilder da sein. Ja. Weil sonst sind die Deutschen sowieso nicht interessiert dran. Leider Gottes. Das stimmt wohl. Wobei das so viel, es wird es einfacher Geld machen, wenn du darüber nachdenkst. Weil bei Mangas translaten hast du das Problem, dass du halt auch editieren musst, die Panels editieren. Und dass du dir Mühe geben musst. Genau, und bei Buchstaben, da schreibst du halt nochmal. Ja, in Deutsch. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr Arbeit, dass halt mehr Buchstaben sind. Das Problem ist, in Deutschland, alle Verlage, die versucht haben, Light Novels aus Japan hier rüberzubringen, die haben kein gutes Geschäft gemacht bisher. Es gab bis uns bisher kein Bestseller-Light Novel. Und es ist kein Interesse da, ja. Oder? Oder die kam einfach nie raus, so wie Sword Art Online, worauf ich jetzt auch schon eine Ewigkeit warte. 2 Jahre, ja, ne? Teufelskreis. Ja. Es kommt nicht raus, man kann es nicht kaufen und es ist komplett. Man kann es vorbestellen und das hab ich vor einem Jahr. Ja, was damit? Was jetzt? Nee, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so habe ich es, glaube ich, vorbestellt. Ich dachte, du hast es zu Weihnachten geholt. Wie denn? Ja, du hast es zu Weihnachten vorbestellt. Das meinte ich. Und es war ja. Das war 2014, da hatte ich mir das vorbestellt. Ja, aber das sind noch nicht unbedingt zwei Jahre, genau, da stimmt, wir ja jetzt schon erst am Anfang von 2016 sind. Ja, gut, ja gut. Aber ich meine, ich kann es mir halt nicht so schwer vorstellen. Vor allem, wenn es sogar ein etwas gebildeterer Fan-Translator könnte das machen. Und wenn der es dann mal nicht dumm macht, dann könnte der damit sicherlich Geld machen. Wenn man weiß, wo man hingehen muss mit dem Zeug. Ja. Ich kann es mir aber nicht so schlimm vorstellen. Ich würde mir eigentlich dann viel lieber Light Novels kaufen als Mangas. Ich auch. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem, weil ich bin ja auf Mangas übergestiegen, weil die Animes hab zu langsam kommen. Aber wenn ich die Light Novels habe, die sowieso schon seit 20 Jahren fertig sind, gefühlt, dann könnte ich halt die Light Novels lesen. Gut, ich hätte das Visuelle nicht da, aber ich hätte die Story, das, was mich interessiert, hätte ich da. Und die dicken Titten kann ich mir vorstellen. Generell in Light Novels ist es auch so, dass alle 20, 30 Seiten eine Illustration zwischendrin ist. Also ist es nicht so, dass du so komplett auf dem Trockenen gelassen wirst. Mhm. Aber das Ding ist, auf Amazon kann man mittlerweile wenigstens viele englischsprachige Light Novels kaufen. Es gibt auch Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Also Danmachi gibt es zum Beispiel relativ weit. Also relativ weit, ja. No Game No Life gibt es, A Certain Magical Index gibt es. Also es gibt schon viel. Ja. Aber muss man, in Deutschland kann man das schon mal verhaken. Ja. Aber wir sollten zumindest mal glücklich sein, dass wir überhaupt irgendwas bekommen. Ja. Wir müssen ja nur 2 Jahre drauf warten, gefühlt, aber hey. Ja, wobei, jetzt haben sie doch mit dem ganzen, letztes Jahr haben sie doch angefangen mit dem Multicast. Das ist ja schon mal was. Multicast? Wie es auch mal heißt, dass sie das zeitgleich hier zeigen mit Translations. Achso, du meinst wegen dem Simulcast. Simulcast, genau. Ja, ich habe keine Ahnung, ich schaue mir das ja nicht an. Ich kann nicht mal den einen Tag warten, bis es ein Simulcast läuft. Also, ja. Wenn irgendwas da ist, was ich sehen will, dann gucke ich es mir an. Fertig, aus, Ende. Ja, es gibt, glaube ich, eine Serie, die war in Deutschland sogar eher fertig als in Japan. Das hatte ich nämlich letztens mal gesehen. Die habe ich wahrscheinlich dann nicht angeschaut, weil sonst. Nee, die wurde nicht eher fertig, die wurde abgebrochen. Okay, ich habe gedacht, das wäre jetzt mal was Neues. Kann man natürlich auch sagen, also, dass es eher fertig ist. Die kam 2 Monate gerade mal mit deutscher Synchronisation nach dem japanischen Release raus, das war Tenkai Nights. Aber das wurde anscheinend abgebrochen. Zumindest steht das hier, wo ich gucke. Na gut. Also ich kann mich erinnern, es gab mal Fälle, dass japanische Animes, Filme höchstenteils, erst in Amerika rauskamen und dann in Japan. Weil einfach das Zielpublikum des Animes war eher erwachsenes, mehr globales Publikum, weißt du? Mhm. Bei so Filmen wie bei Vampire Hunter D Bloodlust, das kam zuerst in Amiland raus und deswegen war auch die englische Synchro richtig gut. Bevor es in Japan rauskam. Komische Sache, aber sowas passiert. Also, ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr mitbekommen, dass sowas passieren würde. Ja, mein Gott.
Also ein Beispiel fällt mir da halt ne? Ein Beispiel fällt mir da halt nur für Deutschland ein und ich glaube, ich habe das hier schon mal irgendwann erwähnt, dass halt der Anime-Film Welcome to the Space Show seine Premiere auf der Berlinale hatte. Also ja. In Deutschland hier. Manchmal passieren lustige Sachen, oder dass die neue Lupin-Serie zuerst in Italien läuft. Ja. Gut. Ja gut. Gate haben wir, glaube ich, damit jetzt besprochen. Oder habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Ich hab noch geschaut. Ein paar Episoden mehr geguckt als du, denke ich mal. Ich bin und aktuell. Du bist aktuell? Natürlich bin ich aktuell. Wow, very, very good, very good. Also ich finde, es wird schon langsam ein bisschen arg verzwickt, ne? Was mich halt sehr stört, ist die Regie. Meinst du jetzt von Tempo oder von eher wie es im Vergleich zu vorher? Weil jetzt plötzlich ist das alles sehr, sehr anders. Also das hat irgendwie, vorher war es aber relativ auf dieser Gruppe, die man kennt, und jetzt ist es auf mehrere Gruppen aufgeteilt. Ja, stimmt schon. Deswegen kommt man nicht überall hinterher, also wirklich. Warum macht er jetzt das? Ach so, weil irgendwann mal das passiert ist. Ah ja, stimmt, da war ja was. Und obwohl es 3 Folgen sind, ist es jetzt schon ein bisschen confusing. Ja, also, aber wenigstens am Ende der 3. Folge tun sie dann hier wieder die alte Truppe zusammenstellen. Ne? Vor allem halt mal einfach einen kleineren Cast, der dich interessiert. Ja. Wobei mir das schon wieder fast gar nicht gefällt, weil es wirkt wie so ein Harem-Cast, um ehrlich zu sein. Auch wenn sie in Drachenjagen gehen. Ja, aber warum nimmt er nicht einfach die komplette Gruppe von der vorherigen Staffel mit, weißt? Auch noch die Militärleute. Ja gut, sie könnten sterben, Mama. Ja gut, hätten sie vorher auch sterben können, aber da hat es auch keinen gejuckt. Ich weiß auch nicht so recht. Ja, aber ich finde es halt gut, dass sie jetzt den Cast verkleinert haben. Aber wie gesagt, es waren zu viele Sprünge von Charakter zu Charakter und zu dem Problemchen. Und da finde ich, ich hoffe mal einfach, die 4. Staffel dreht sich jetzt nur um diese Vierergruppe und ab und zu mal vielleicht mal in der Militärbasis. Also die Staffel im Japanischen hat ja einen Titel, der so viel weißt wie Feuerdrachen-Geschichte, bla bla. Jitai Kanochi ni Night oder so. Nein, das ist ja nur der Untertitel. Ich meine, die 2. Staffel, die hat irgendwas als Extratitel, das ist der Arc, mit dem Feuerdrachen ist. Okay. Und wow, wenn es jetzt 12 Folgen lang geht, nur dass ihr den scheiß Drachen hinterher rennt, das wäre auch nicht so toll. Ja, gut. Jedenfalls, Gate, ich hoffe einfach, das wird was. Also, der Anfang war halt so wirklich wieder so bam in dein Gesicht, wie gesagt. Darum war ich so richtig so on fire, aber wenn es jetzt halt wieder weiter so langsam vorangeht, dann ist halt. Ja. Ja, stimmt, das heißt Enryu Hen. Drachen-Arc quasi. Mhm. Ja, also ich hoffe einfach, dass sie nicht nachlassen, jetzt einfach wirklich geben. Ansonsten. Yes. Ja, Suizid. Suizid was? Oh Gott, nein. Das klingt nicht nach einer Lösung. Vielleicht doch. Gut. Und sonst noch irgendwas zu sagen zu Gate? Nicht von mir aus. Kevin, keine Ahnung schon. Ja. Das nächste, was ich dann geschaut habe, wo ich jetzt wirklich positiv überrascht war, weil ich habe auch gar nicht an euch zugehört, was ihr da vorgebrabbelt habt. Deswegen habe ich einfach mal Dimension W angefangen. Yeah. Und das ist halt echt nicht kacke. Das ist echt das gut. Das hast du sehr schön formuliert. Vor allem das Intro finde ich echt nice. Ich weiß auch nicht wieso. Das Intro ist wirklich cool, also. Ja. Das ist Hammer. Ich meine, das ist auch von Stereo Dive Foundation. Die haben auch das Intro von, wie hieß es? Gangster. Von Gangster gemacht. Ja, haben wir schon fast gedacht. Es hat ähnlich gewirkt. Ja, das finde ich auch interessant. Das ist so momentan so mein, wie heißt das nochmal? Season-Favorite. Wobei die 3. Folge mir wieder zu viel in Richtung, die werden jetzt zu einer dicken, fetten Family und dann passiert irgendwas gegen Ende. Ah Gott, nein, Hilfe nicht. Ich habe nämlich die Serie auch relativ ins Herz geschlossen. Auf dem Anime aktuell habe ich so richtig drüber gehypt ein bisschen. Also, ich meine, ein herzloser Charakter, der irgendein liebenswürdiges Mädchen findet. Was könnte da nur passieren? Bestimmt kein Drama. Sie wird bestimmt nicht anfangen, fast zu sterben oder sie wird irgendwie umprogrammiert oder sonst irgendwas. Mal schauen, was die Tags sind. Was ist denn das für ein Genre? Mal schauen. Ist da Drama dabei? Genre, Science Fiction und Seinen.
Also es gab schon mal so ein wenig ähnlichen Anime, der hieß, glaube ich, Salty. Salty noch was? Es war auch so eine Serie mit so einem gruffigen, etwas älteren Privatdetektiv, der so ein kleines Robotermädchen aufsammelt und die ihm dabei helfen, und die kämpfen gegen so eine Organisation. Salty Ray war es, glaube ich. Ja, Salty Ray hieß es. Die Serie war ein bisschen langweilig. Sie hat einfach nur so gemacht, dass er war halt ein alter, bärbeißiger Zyniker und sie war halt das nette Mädchen und so ganz langsam hat sie ihn so ein bisschen so umgekrempelt, dass er nicht das Riesenarschloch war. Ja, genau, und da passiert aber, da irgendwas. Aber hier in The Legend W will ich ja gar nicht, dass unser Hauptcharakter umgekrempelt ist. Ja, der Punkt ist halt, ja, das ist sowieso, das ist wirklich sehr cool, einfach nur, weil er so ein Badass ist. Was mich interessiert ist, was halt mit seiner Vergangenheit da war, weil man hat jetzt so ein bisschen was mitbekommen, weil es immer noch nicht so 100%, was sie da getrieben haben. Daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Also ich hoffe einfach, das wird so richtig Badass of Doom werden. Und von mir aus soll er ein bisschen verändert werden von der Protagonistin. Aber dann bitte so, dass es halt, dass es mich zum Weinen bringt. Ja. Yeah. Er soll sich halt nicht so 90-Grad-Drehung machen. Nee, das wäre nicht schön. Das vermute ich einfach nicht. Das ist einfach. Ich denke eher, das bleibt weiterhin so ein Gangster-Ding. So ein ja, Gangster Science-Fiction-Steampunk-Teil. Steampunk? Nicht Steampunk, Entschuldigung. Aber nein, das war der falsche Begriff. Ich komme gerade nicht drauf, was ich meine. Denk mal, du meinst Cyberpunk, ja, oder? Cyberpunk meine ich, genau. Ja. Also. Das ist, wie gesagt, das ist halt mein Season-Favorite. Alles andere muss ich noch anschauen, aber hier Dimension W wirkt schon zumindest jetzt gerade am besten. Alles andere drauf, ist ja. Halt nicht so gut. Wobei ich halt noch nicht alles andere gesehen habe. Erase, es hat Zeitreisen. Wie ihr wisst, liebe ich Zeitreisen. Du darfst diesmal nicht auf Kevins Hype-Maschine hören. Erased ist eigentlich ziemlich gut Regie ja, aber, geführt und aber gut gemacht. Ich habe gerade Originalzitat. Also ja. Das ist Kevins wenn es um Zeitreisen geht, haut immer das rein. Ich bin ja eigentlich ein großer, wie ihr wisst, bin ich eigentlich ein großer Fan von Zeitreisen. Es ist so. Sorry, aber Erased ja, hat eine super. Wenn ich das noch einmal höre, ich glaube, ich stopfe mir einfach irgendwie Bleistifte ins Ohr oder so. Bis sie auf der anderen Seite wieder rauskommen. Dann sag ich es am besten jetzt nochmal. ja, also gut, zu Dimension W brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Es ist interessant, es wird sehr gut. Ihr habt es, glaube ich, in Anime aktuell. Ja. Da kann ich einfach nur sagen, das Ding ist gut, schaut euch Anime aktuell an, vielleicht kann Kevin und Matze und Jojo euch besser spoilern. So. Wir spoilern euch, ja. Total. Das nächste ist die größte Enttäuschung bisher und das wäre Bubuki Buranki. Ja, das war leider nix. Also ich hab's mir angeschaut bis Folge 3. Also 2 habe ich noch gesehen und 3 habe ich mir nicht mal angeschaut. Das ist dieses typische, wir sind beste Freunde. Und wir machen das zusammen und wir schaffen das. Und ja. Das ist Bubuki Buranki. Ansonsten gibt es hässliche Mecha-Fights, die nicht mal gut sind. Ja, es ist purer Shonen-Jump-Standard. Alter, ja. Scheiße. Mit Charakteren, die du nicht lieb haben kannst. Mal abgesehen von dieser komischen Grünhaarigen, die total punkig drauf ist. Und wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr darüber geredet, dass es ja 4 Weiber sind und ein Kerl. Hat sich herausgestellt, sind 2 Kerle und 3 Weiber. Okay, welches ist der? Also ich habe nur so ein bisschen von der ersten Episode geguckt. Wenn du das Cover anschaust, war da ja. Bitte dieser komische. Warte kurz. Ich habe das Cover, ja. Ich habe mich entmutet. So. Ach so. In der Mitte ist dieser Protagonist. Der ist das Herzstück. Der wichtigste Motherfucker. Und dann haben wir links die 2 Weiber und die ganze Linke, die ist super sympathisch. Das ist diese pinkhaarige, die ist super sympathisch. Die ist so nach dem Motto, wenn ich sterben muss, dann wenigstens liegend. Die ist super. Also die vergötter ich jetzt schon. Die ist dann total so, ich bin so müde. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Ja, wenn ihr unbedingt mich töten müsst, dann macht es wenigstens, wenn ich schlafe. So nach dem Motto. Dann gibt es halt die rechts von ihm, die mit den roten, wie heißt das, Nisox? Nee, Overnies, ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht was. Die ist halt so mega punkig und sie will auch jeden in die Fresse schlagen. Die ist mega sympathisch. Und dann haben wir halt dann ganz rechts, das ist ein Kerl, stellt sich raus, kein Vibe.
Aha. Und der ist halt so der typische Rivale vom Protagonist. Und der Protagonist hat einfach so einer, er ist eigentlich total der Süße, der hat keine Ahnung, was hier los ist, aber er möchte uns helfen und wir sind Freunde, also machen wir das alles zusammen. Oh Gott, ja. Schießt ihn bitte ganz doll und oft ins Gesicht. Ja. Und jedenfalls, wie gesagt, das ist die zwei Protagonisten, die rivalisieren sich so teilweise, weil die drei Weiberinnen, also waren erstmal zusammen mit dem einen, mit dem anderen Kerl, nicht mit dem Hauptprotagonist, sondern mit dem anderen. Mhm. Und der war da quasi der Leader, ne? Und dann stellt sich heraus, unser Protagonist, der wahre, einzig wahre, beste Freund von aller Menschheit, ist der Protagonist. Und jetzt rennen sie alle ihm hinterher. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Und das ist das alles so beschissen und lächerlich. Das ist. Kann man droppen? Sollte man droppen? Also ich bin, wie gesagt, Folge. Ich gucke mir vielleicht noch die dritte Folge an. Ich hoffe, da passiert was Gutes. Aber ich bezweifle es stark. Ja. Ansonsten, was haben wir denn sonst noch so? Also, ja, stimmt. Ich schaue mir jetzt gerade Divine Gate an. Und ich habe gedacht, ich droppe das. Ich habe es auch aufgegeben nach der ersten Episode, ehrlich gesagt. Nicht nach der ersten Episode. Ich habe in den ersten 10 Minuten gedacht, ich droppe das jetzt. Weil die Synchronsprecher gefallen mir null. Mm. Es wirkt mir alles so emo-haft und weiß ich was. Mm. Aber jetzt so nach Folge 2 bin ich ein bisschen hyped. Jetzt will ich ein bisschen mehr. Und um was dreht sich? Fangen wir erstmal so an. Warte, erstmal sagen wir, warum Bubuki Burenki, was sich da dreht, damit wir es mal haben. Fällt mir gerade ein, da gibt's ja Story. Oh. Da gibt es ja Story. Ja, in Bubuki, ach, dieser Name. Bubuki Burenki, da geht es um. Ich hab's vergessen. Es war anscheinend nicht so wichtig. Es war gar nicht mal so unwichtig, denn der Protagonist, der ist im Himmel gewesen mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Dad. Mhm. Und seine Mutter passt auf diese Burankis auf oder Bubukis. Ich glaube, das waren Burankis. Passt sie eben auf, dass sie nicht auf die Erde fallen, weil das sind ja schlussendlich Waffen, die eben quasi auf dieser Insel über der Welt, oder also so schwebende Insel im Himmel ist halt quasi, die müssen alle da drauf bleiben. Wenn sie runterfallen, dann nicht nur, dass die halbe Welt zerstört wird durch den Aufschlag, sondern auch noch gibt es eine neue Superwaffe, die irgendwie, ne, ein bisschen Terror veranstaltet. Kabum. Genau. Und jedenfalls unser Protagonist findet sich nach einem Unfall auf der Erde wieder, wandert anscheinend von Land zu Land, weil er nach seiner Mutter sucht oder nach einem Weg, um zurück in den Himmel zu kommen, also auf diese Insel. Und findet sich jetzt momentan dann Anfang der Episode oder beziehungsweise Mitte der Episode, weil der Anfang war ja erstmal diese ganze Vorstory, findet er sich wieder in Japan wieder, wo er direkt das erste Mädel hat, das ihn vergöttert, wo dann wieder das kein Harem-Tag hat eigentlich, aber naja, wurscht. Und ja, da fängt es eigentlich quasi an, die Selbstfindungsphase unseres Protagonisten, für was er überhaupt existiert und was hier überhaupt los ist. Es ist schlecht. Ja, also ich kann aber auch nicht so großartig viel sagen mit der zweiten Episode. Ich gucke mir nochmal die dritte Episode an, vielleicht im nächsten Podcast kann ich da ein bisschen mehr raushauen, aber ich habe so das Gefühl, da kommt, nee, war doch nichts. Ich habe das Gefühl, das könnte interessant werden, weil die Welt an sich war ja ganz interessant. Es war dieses, wenn ich mich richtig erinnere, ich kann natürlich jetzt total im Bullshit reden. Es gab dieses quasi Zwei-Schichten-System. So, das ist der Pöbel und das ist hier sind die normalen Bürger, beziehungsweise Drei-Schichten-System. Und das sind genau die richtig reichen Macker, ne? Oder beziehungsweise das Militär. Und ja. Irgendwie haben sie sich. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder eine Woche her oder zwei, dass ich es angeschaut habe. Wenn es nicht so richtig einen Eindruck hinterlassen hat, dann ja. Es ist halt echt nicht gut. Es ist halt einfach nur. Man merkt halt ganz schnell, da wird nichts Ernstes passieren. Die Kämpfe werden wahrscheinlich interessant sein, aber so charaktertechnisch wird da wahrscheinlich keine Entwicklung sein. Storytechnisch wird das nicht interessant sein.
nicht allzu. Es geht halt hauptsächlich um das Bam, 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 hier Explosion und da, Bam, 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 Michael Bay halt, ne? Mhm. Darum geht's halt hauptsächlich. Die Charaktere sind natürlich total die Süßen. Wir haben das kleine Lolli-Girl, wir haben diese putzige, emotionslose, wir haben die emotionale und wir haben halt den Rivalen, ne? Dieses typische Cast zum Protagonisten. Und der Protagonist ist einfach dieser typische, der nichts rafft und auch nichts raffen möchte. Das ist halt schlussendlich Bobuki Buranki und das wird halt auch nichts werden. Puh. Ja. So, Divine Gate. Ja, fängt emohaft an. Unser Protagonist stellt sich raus, hat seine Eltern getötet und hat seitdem spezielle Fähigkeiten, dass er halt Wasser kontrollieren kann. Das ist kein, also es gibt mehrere Leute, die so Fähigkeiten haben. Es gibt Leute, die können Wind manipulieren, es gibt Leute, die können Feuer manipulieren, bla bla bla. So, unser Protagonist ist aber ein bisschen special, denn er ist einfach der größte Emo auf der Welt. Da muss man aber dazu sagen, am Anfang, dieses ganze Gelaber, das aus seinem Kopf kommt, ja, aus dem Off als Erzählerstimme. In der das hat mich schon von aller Zeiten. Diese Stimme, diese Synchronstimme, ja. Ich muss wissen, wer das ist, ich muss ihn jagen und ich muss ihn töten. Es ist schrecklich. Ich verstehe halt nicht, wie man denen überhaupt noch Rollen gibt. Ich habe die Stimme noch nie gemocht. Ja. Jedenfalls, dieser Protagonist, der ist halt, wie gesagt, ein kleiner Emo. Die zwei anderen Protagonisten, die probieren, also muss ich so sagen, es gibt so eine quasi so eine Schule, die hat diese Esper schlussendlich ausbildet. Und die wollen ihn dazu bringen, dass er auch in diese Schule geht, da sie ihn mal irgendwie, da er mal aus Versehen bei einem Hijack denen geholfen hat. Jetzt sind sie halt interessiert, was ist der, was ist mit dem los? Und dann, ja, und so weiter und so fort, ne? Was ist mit dem halt los, so großartig, und was ist das? Dann werden sie von der Schule beauftragt, den dazu, oder von dieser Akademie beauftragt, ihn zu der Akademie quasi zu führen, dass er mitmacht, dass er da lernen kann, damit er irgendwie was in seinem Leben auf die Reihe kriegt, weil er kann ja was scheinbar. Wie gesagt, stellt sich auch raus, dass er seine Eltern umgebracht hat. Oh, Plot-Twist, da kommt auch noch was, dass er vielleicht sie doch nicht umgebracht hat und das und jenes. Wie gesagt, ich habe bisher nur die zweite Folge geschaut, also so viel kann ich nicht spoilern. Hm. Und ja, Ende zweite Folge, sage ich mal so, nach irgendeinem Feuergefecht und einem Haufen Regen und emotional beeindruckender Gespräche, hatte sie jetzt entschlossen, zur Akademie beizutreten. Und jetzt stehe ich hier gerade vor der dritten Folge und möchte gern Play drücken, aber dann plötzlich kommt ihr alle und meint, ihr macht jetzt Podcast. Ja. Ja. So, und das war, was ich jetzt an Animes geschaut habe. Und ich hatte eigentlich gerade mein Tablet da, so. Denn ich habe auch noch einige schöne Mangas gelesen. Hat noch irgendjemand was zu Divine Gate zu sagen? Nicht wirklich. Ich kam nicht über die erste Episode hinaus, beziehungsweise ich habe es noch nicht mal fertig gemacht. Noch nicht mal fertig gemacht? Nee. Ja. Ich habe tatsächlich mal wieder ein paar gute Sachen gefunden. Dann erzähl uns davon. Ich suche sie gerade. wenn ich halt auf meine History gehe, dann sehe ich einen Haufen Bilder. Nicht wenig Titten. So. Nicht wenig Titten und einen Haufen Namen. Wo haben wir es denn? Was man erwähnen könnte, ich habe mal wieder vorprophezeit, dass ein Anime, ein Manga zu einem Anime wird. Ja. Nächstes Quartal. Es kommt Netuge no Yume, bla bla bla. Irgendwas. Netuge no Yume, okay. Ja. Das kommt ja dann raus. Habe ich bloß vor einem halben Jahr vorpredicted. Mm. Bin gut. Bloß schade, dass es ein schlechter Manga ist. Oh, wow. Ja, gut. Es gibt eigentlich nur ein großartiges Update, das ich bringen möchte von meinen Manga-Sachen, weil den Rest habe ich eh wieder nur rewatched oder re-readed, wie auch immer. Und zwar re-live. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das letzten Podcast angesprochen habe. Ich glaube nicht, nein. Das wird so gut. Also, falls ihr das noch nicht angeschaut habt oder gelesen habt, das ist ja sowieso ein Webtoon. Sprich, das kann man sowieso nicht kaufen. Sprich, ihr könnt das lesen, wann ihr wollt und warum ihr auch immer es wollt. Sprich, Kevin, bewegt deinen fetten Arsch, wenn du sowieso nichts zu tun hast. Und lest dir mal das Ding durch. Read Life. Wird jetzt momentan richtig, richtig, richtig geil. Aha. Und ich überlege mir momentan, ob ich mal gucke, dass ich da irgendwie mal auf die offizielle Seite gehe und da vielleicht mal mit dem Autor was donate. Wusstest du übrigens, dass Read Life ein Anime bekommen wird? Wird es, aber es wird nicht gut sein, weil der Anfang scheiße langweilig ist.
Real Life, damit man weiß, um was es geht. Der Protagonist, den Namen ich vergessen habe, und es ist auch zu spät, ist das jetzt nachzuschauen, der hat, ist arbeitslos, emotional ziemlich kaputt und hat schlechte Aussichten für eine gute Zukunft. Denn nach 3 Monaten Arbeit hatte er gekündigt, also hat er eben gekündigt aus seinem Unternehmen. Und in Japan ist es ja so, dass man dann sehr schwer einen neuen Job bekommt. Weil deine Qualifikationen sind ja im Moment egal. Es geht ja dann hauptsächlich um deine, wie heißt das? Arbeits. Hm? Erfahrung. Ja. Also so erzählt ja. man es halt im Manga. Im Webtoon, wie auch immer. So ganz realistisch ist es nicht, aber natürlich es ist schon, nicht. Ja, normal. Ist klar. Ja. In der Regel ist ja auch Japan so, dass sie halt meistens Zeit, also wenn sie nicht eine Firma haben, da bleiben sie da auch bis zum Lebensende, soweit ich weiß. Ist halt nicht so wie bei uns in Deutschland. Wenn es ein größeres, altmodisches Unternehmen ist, dann kann das passieren. Öfters als bei uns. Gut. Jedenfalls, der Protagonist, der hat halt so ein Unternehmen und hat dann gekündigt, nachdem sein Senpai, ist es überhaupt ein Manhwa oder ist es ein Manga? Also ist es deutsch oder, also ist es japanisch oder koreanisch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war Senpai. Aber also ist es japanisch. Es gibt auch bei den Koreanern dieses Verhältnis von Senpai Kohai. Ja, klar, aber es heißt ja dann anders. Ne? Ja. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das japanisch war oder eben koreanisch. Egal, es ist japanisch. Okay, danke schön. Also sein Senpai, das begeht Suizid, weil es in der Arbeit gemobbt wurde. Oh. Er nimmt sich natürlich die Schuld. er fühlt sich dann schuldig, weil er hat vorher noch seinen anderen Arbeitskollegen, seinen älteren Arbeitskollegen noch gesagt, das könnt ihr doch nicht machen, die Arme, macht doch alles, was sie kann, warum macht ihr sie so fertig? Anscheinend ein paar Tage später begeht sie ja Suizid, weil sie halt den ganzen Stress nicht mehr, ne? Mhm. So, gibt er sich die ganze Schuld, kündigt und jetzt seitdem ist er arbeitslos. So circa, ich glaube, 3, 4 Jahre oder 2, ich weiß es nicht. Und sucht halt nach Arbeit. Findet nichts, bla bla bla. Als er eines Abends dann einfach die Straße entlang läuft in Richtung Haus, begegnet er dann dem Yaoki. So hieß der, Yaoki, glaube ich. Das ist so ein dummer Name, das habe ich mir gemerkt, weil das so schlecht ist. und der macht, es gibt ihm dann eine Chance, einfach seinen Körper 10 Jahre quasi jünger, also nicht seinen Körper jünger zu machen, sondern sein Aussehen jünger zu machen. Und er darf dann 1 Jahr in der Schule nachmachen. Also quasi sein Abschlussjahr nochmal erleben. Mit dem Ziel, dass er halt merkt, so hey, er ist noch sozial fähig, obwohl er die ganzen Absagen hat, dass er wieder Lebensfreude findet. So. Und jetzt geht es sich ab darum, wie er eben quasi sich wieder integriert als Schüler, als 28-jähriger Schüler unter 18-Jährigen. Und ja, darum geht's halt. Und dann gibt es Haufen Romanze, verschiedene Charaktere, die ihm halt lieb gewinnen oder er sie eben lieb gewinnt, wie es halt macht, weil jetzt kommt der Plot-Twist. Plot-Twist, Jungs, Plot-Twist. Nach diesem einem Jahr, wo er eben diesem Projekt mitmacht, in diesem Real-Life-Projekt, wird halt von allen, mit denen er Kontakt hatte, das Gedächtnis gelöscht. Und er wird logischerweise wieder in die Wildnis freigelassen, schlussendlich. Also er darf wieder normal weiterleben. Also bringt es ja nichts, wenn er zum Beispiel jetzt eine romantische Beziehung mit jemandem aufbaut, wenn es nach möglicherweise nur noch 6 Monaten dann wieder weg ist. Ja. Weil er erinnert sich ja immer noch dran, weil sonst wäre das Projekt ja sinnlos. Aber halt sein Partner oder eben als andere erinnert sich nicht mehr dran. Und jetzt kam halt der Plot-Twist, denn ein Charakter, der mega geil ist, könnte möglicherweise auch in diesem Real-Life-Projekt sein. Und aha. Das macht mich so geil. Oh, 200 Chapters haben sich gelohnt. Okay. Das ist natürlich toll, wenn eine Serie anfängt mit einem ziemlich bekannten Klischee im Sinne von wegen, ach, die Schulzeit war doch so schön, was ist, wenn du sie wieder erleben könntest? Zum Beispiel, deswegen, direkt im ersten Tag hat er aus Gewohnheit, er ist Raucher, eine Schachtel Zigaretten mitgenommen. Kein Mäppchen, kein Block, gar nichts, ja. Und dann steht er da in der Schule, wir schreiben direkt am ersten Tag einen Test. Und dann schaut sich seine Lehrerin oder Lehrer, schaut in den Rucksack rein, du hast nichts zu schreiben. Und sieht dann die Zigaretten.
Oder kriegt er mega auf die Fresse. Wie kann das sein? Du bist erst 18 Jahre alt, du darfst doch gar nicht rauchen, bla 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 bla. Es ist so herrlich. Es wann ist darf so herrlich. Man in Japan rauchen? Ich habe keine Ahnung. 21? 20. So ach, 20. Ja, und so geht's halt hin und her. Es ist super, es ist wirklich super. Es ist, die Comedy passt perfekt. Die zeichnen sie ist wirklich hübsch. Wirklich, wirklich hübsch. Und ich erhoffe mir halt wirklich noch so viel vom Finale. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist bald zu Ende. Weil ich spüre es einfach. Es wird richtig gut. Ich habe gesehen, das Ding läuft auf Comico. Hat das Full Color? Also ist das Full Color? Ja, es ist Full Color. Okay. Es ist also kein Manga typisch, sondern halt wirklich Full Color. Wobei, To Love Ru ist ja auch mittlerweile Full Color. Ja, die holen, der wird das langsam nachgeholt, ja. Ja, das regt mich mega auf, weil er könnte natürlich jetzt neue Story rausholen, aber nee, malt lieber alles nochmal kurz an. Was natürlich jetzt gar nicht schon seit 2 Jahren so ist. Nein, bestimmt nicht. Ich will keinen neuen Content. Ich will lieber den alten Content in Farbe. Reicht ja nicht, dass ich eine Serie habe. Eine Anime-Serie mit 40 Staffeln. Ich brauche den Manga nochmal in Farbe. Weil die Nippel, die müssen pink sein. Ja. Ein wichtiges Detail. Ja, aber das, danke, To Love Ru Mangaka, das habe ich echt gebraucht in meinem Leben. Du könntest natürlich auch Content raushauen, der Sinn, wobei, das mittlerweile hat sich's ja. Also ich glaube, mittlerweile haut er wieder neuen Content raus, er macht nicht nur das Nachkolorieren. Daher ist es ganz okay. So. Soll ihm verzeihen, verzogen ja, das größte Arc ist ja jetzt eh wieder vorbei. Jetzt müsste er wieder quasi was Neues machen, aber doch sowieso nur wieder in Anführungsstrichen Filler rein, wobei es geht ja gar nicht. Manga hat keine Filler. Ja. Das war's zu meiner Seite. Ja. Ja. Aber das ist natürlich sehr schön, dass bei Real Life dann irgendwann die Serie nicht mehr auf dem typischen, ja, Klischee hängen bleibt, sondern in seinem eigenen Scheiß aufgeht, ne? Wenn es dann in der eigenen Geschichte Plot-Twist und alles findet. Das Ganze mit dem, wie findet er sich wieder in die Schule ein, das ist ja gar nicht so lang. Maximal so 15 bis maximal 20 Chapter. Und danach geht es halt wirklich nur noch um die Beziehungen unter den Charakteren. Wie sie sich halt immer besser kennenlernen und was für, oh guck mal, da ist jetzt eine neue. Stellt sich raus, die ist gar nicht mal so unattraktiv und die ärgert sehr, beziehungsweise die will Richtung des Protagonisten gehen. Und dann kommt, oh, Plot-Twist, die könnte ja ein Mitarbeiter von Real Life sein. Hm. Aber man weiß es nicht. Und bla 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 bla. Ne? Ist mega geil, wie gesagt. Und dafür, dass es ja free ist, ist es halt super. Frage ist halt, warum es bisher noch keiner gelesen hat. Oh Mann. Oh, guck mich nicht so böse an. Ich weiß ja, dass er nicht so allzu beliebt, oder er ist beliebt, aber nicht sehr viele haben gelesen. Das ist so ähnlich wie bei Tower of God. Na. Die es gelesen haben, die lieben es abgöttisch, zähle ich mich dazu, weil es super ist, aber wieder jetzt einzusteigen bei über 200, 300 Chaptern, wo der Anfang sehr, sehr, sehr... Oh ja, Gott. Ich habe das Problem mit dem Anfang gehabt bei Tower of God. Ich bin noch nicht weitergekommen, weil der Anfang nicht so einfach zu lesen ist. Ne? Ja, das ist so, ich habe das Gefühl, der hat was probiert, hat dann gemerkt, scheiße, Leute mögen es, fuck, das wollte ich gar nicht. Und dann probiert es jetzt langsam zu fixen, aber so ab Chapter 70 circa, oder nicht sogar schon früher, ist das so motherfucking geil. Aber man muss erstmal so weit kommen. Das ist so die Sache, ne? Man kann da so ein bisschen Theorien aufstellen, welche Geschichte der Autor dann wirklich erzählen wollte und wo er seinen Spaß hat und wo man dann das auch merkt und selber seinen Spaß hat. Ich meine, wenn der Real-Life-Autor einfach eine Charaktergeschichte erzählen wollte und einfach dieses klischeehafte, ja, Opening von wegen, wie schön wäre es, seine Schulzeit wieder zu überleben, einfach genommen hat als so Standardding, um die meisten Leute nicht wegzuschrecken, dann ist es ja in Ordnung. Das Problem bei mir war, ne, ich gehe da drüber über solche Geschichten und denke so, ah, der Aufhänger, der Aufreißer ist pures Klischee. Nö, danke. weil ich zu faul bin, mir die Mühe zu geben, so lange zu warten, bis der Storyteller dann dahin kommt, wo er seine Stärken zeigen kann manchmal. Ja, man muss halt Zeit investieren. Es kommt auch darauf an, wie man es macht. Zum Beispiel, wenn, wie gesagt, also manche wissen es ja, manche nicht. Wahrscheinlich schon die meisten, so wie ich rumflame. Aber ich fahre ja ziemlich lang mit der Bahn. Und dann habe ich sehr oft einfach mein Handy in die Hand genommen und habe so Mangas mal durchgelesen. Weil ich da 3 Stunden am Tag unterwegs bin, da kann ich schon mal 3 Stunden lesen, ne? Ja. Und dann habe ich halt einen klaren Vorteil für Leute, die halt die Zeit woanders investieren möchten. Und ich habe keine Möglichkeit. Ich kann natürlich jetzt in der Bahn im Kreis laufen, aber ich glaube, das stört irgendjemanden. Ja, aber Bahnfahren ist toll. Das hat mir auch immer
Die meisten Bücher in den letzten Jahren habe ich in der Bahn niedergelesen. So geht das. Ist wahr. Okay. Ja. Ja, aber jedenfalls, das war's zu meinen Sachen. Jetzt brauche ich nur noch einen Kevin reingrätschen und bei Matze passt ja eh alles. Tuhu, danke für dein Vertrauen. Mir reingrätschen, das tut aber weh. Ist okay, du kannst es verkraften. Bist stark genug. Ja. Weich aus! Oh Gott. Do a barrel! Do a barrel. Okay, fang mal an. Wer macht von euch weiter? Ich glaube, ich mute mich aber ganz kurz. Ich bin in zwei Minuten wieder da. Okay. Also, ich glaube, meins ist ganz schnell durch. Nein, ich glaube, ich bin relativ schnell fertig mit meinen. Ich habe halt nur viel Zeug geschaut, was wir schon oft behandelt haben. Also, mit meinem Bruder bin ich jetzt, habe ich jetzt Clannad halt weitergeschaut. Da sind wir jetzt Staffel 2, Folge 12. Aber über Clannad haben wir so oft geredet, da braucht man nicht mehr drüber reden. Nee. Kann ich vielleicht sagen, was dein Bruder davon hält? Also mein Bruder gefällt Clannad sehr. Also der hat auch jetzt überlegt, weil wir gucken das Ganze halt auf Clipfish, da gibt es das löblicherweise mit deutscher Synchronisation kostenlos und legal zu gucken. Und der hat jetzt auch schon überlegt, halt das dritte und vierte Volume zu kaufen, weil es das halt auf Clipfish noch nicht gibt. Und ja. Die haben auch richtig tolle Extras hier in Deutschland. Also muss man wirklich sagen, finde ich schön, dass Filmkonfekt sich da ein bisschen Mühe gibt und Extras mit drauflegt. Es gibt zum Beispiel bei irgendeinem Volume, ich weiß nicht mehr bei welchem, gibt es einen Plüschbotan. Und es gibt auch Plüschdangos. Dangos! Und diesen Roboter, den du immer in dieser komischen Welt hast, der nichts geboren wird und nichts stirbt, den hast du zum selber basteln in irgendeinem Volume. Also das sind schöne Extras. Und vielleicht macht das ja mein Bruder noch. Dann hätten wir so ein Baby-Dango, weil die gibt's, glaube ich, beim vierten Volume der zweiten Staffel. Dango, aber mein Bruder, der Dango. Ist auf jeden Fall sehr überzeugt davon. Dangos sind sowieso das Beste, was aus der Serie kam. Ich komm, das ja, was sehr traurig ist. Wieso? Die Dangos sind toll. Vor allem das erste Ending-Theme halt, ne? Was halt das Dango-Theme so. Ist. Ach so, okay. Wenn du sagst, das Beste, was da aus der Serie rauskam, sind die Dangos. Das sagt ja auch gar nicht, dass die Serie scheiße ist. Nein, scheiße ist die Serie nicht, aber trotzdem sind die Dangos das Beste. Ja, das ist schon traurig genug. Natürlich ist auch der Rest der Serie super. Ja, anscheinend sind die Dangos das Beste. Ein rundes Plüsch. Ach, die sind einfach nur putzig, die Dango. Dann bin ich jetzt auch noch dabei, mit meinem Bruder Angel Beats zu gucken. Das findet er auch spitze. Hast du nicht letztens erzählt, dass dein Bruder reingekommen ist und gefragt hat, hast du Death Note geschaut? Ja, das ist letztens passiert. Da habe ich halt Nein gesagt und dann hat er mich erstmal komisch angeguckt und hat dann gesagt, okay. Und letztens hat er mich mal darauf angesprochen, dass wenn ich irgendwann vorhab, Death Note zu gucken, dann soll ich ihm bitte Bescheid geben. Dann will er gerne mitgucken. Rewatchen quasi, oder was? Was? Rewatchen, oder was? Ich habe ja Death Note noch nie geschaut. Also, du hast nicht geschaut? Nein. Ich dachte, das war ein Witz. Nein. Also, dass du sarkastisch gesagt hast, nein, ich habe sie... Kevin, Bildungslücke! Ich kam halt noch nie dazu, mir das zu kaufen. Dann mach das. Die epischste Chips-Esserei der ganzen Anime-Geschichte. Vielleicht kaufe ich mir Ich bin kein großer Fan. Ich bin wirklich nicht so ein großer Fan, muss ich sagen, weil es ist einfach, natürlich ist es hype dich, aber irgendwann ist der Hype-Train wieder weg. Und es kann so schön sein, wie es will, nach 1, 2, 3, 4 Jahren oder 5 Jahren sogar bei mir jetzt mittlerweile. Nee, wie alt ist er? Er ist schon ein gutes Stückchen, ja. Ja, also mittlerweile könnte ich mir nicht mehr anschauen, weil ich einfach kein Interesse mehr habe. Weil ich es gesehen habe, zweimal, es reicht mir. Zweimal 37 ja. Folgen, 36, 37? 37 mal 2, wo sind wir dann? 60, 64, 74. Ja. 74 Folgen. Das mal auf 18 Minuten. Das ist genug Zeit. Dann wiederum habe ich Bleach 3x8 geschaut. Glaube ich. Manche Sachen, ne? Ja, Death Note war gut, aber wie du gesagt hast, das Problem ist halt, man kann sich's nicht so oft angucken. Irgendwann ist da wirklich aller Spaß raus. Oder alle und was Luft. Ich halt sehr nicht mag, also nicht sehr nicht mag, das ist wieder Deutsch. Was ich halt nicht so doll mag, sind halt diese Fanboys. Die deutschen Fangirls. Auch, aber nicht aus dem Grund, dass es das super Beste ist, sondern weil sie halt meint, ihr müsst unbedingt den Manga lesen, der ist so viel besser. Jetzt kommt der Punkt. Der einzige Unterschied ist, dass es eine quasi
After-Story gibt, die genau, glaub, 4 Chapter geht, was die Charaktere danach so machen. Die Misaka, wie hieß sie? Misaka, oder? Die blonde Mikasa, oder? Kasa, keine Ahnung. Mikasa. Die bildet einen Kult oder so Mist. Wow, danke, dafür ein Chapter, gut. Der andere, der macht das und jenes und weiß ich was, ja? Und da denkst du, nein, das macht den Anime oder Manga jetzt nicht besser, weil du jetzt weißt, dass die jetzt den Kult startet. So ist doch voll wichtig. Nein! Kult for the best. nee, jetzt wirklich. Wie hieß unsere Sekte nochmal, Matze, von gestern? Ihr habt eine Sekte gegründet. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich auch. Das ist ja eine tolle Sekte. Blade and Souls, Jungs. Naja, weil Mats hat gemeint, in China gibt's keine mehr so Sekten. Ja, ich meine, die so Gilden oder so Mist. Das Game ist ja in diesem Universum von so fantasiehaften Kung-Fu-Filmen, wo sie mit ihren Schwertern Berge zerteilen und durch die Luft schweben und all möglichen Scheiß machen. Und da bekämpfen sich öfters so Sekten, entweder religiöse oder sonst irgendwelche, von so Pugilisten, von so Kampfmeistern, die irgendwie, da gibt es die Sonne- und Mond-Sekte zum Beispiel in einem Film, der hat die Anführerin hat so eine Peitsche, mit dem sie so richtig Bäume auswurzelt, so ein Scheiß. Das ist, also ich habe eher gedacht, das sind so Dojo-mäßig. Ja, kann man so sagen. Es sind so Mischung aus Dojo, religiöse Fanatiker und ja, Räuberbande, ne? Was waren nochmal Triaden? Triaden waren Koreaner, ne? Triaden waren China. Triaden also, waren Mafia. Okay. Die chinesische Mafia. Yes. Yes. Ja, also, eigentlich. Nicht so wichtig. Ja, egal. So. Was ich auf jeden Fall noch geschaut habe, ist Momokuri. Den habe ich mir eben die ersten 2 Folgen angeschaut, weil leider gibt's noch nicht mehr. Hast du nicht gesagt, das ist der am nächsten an Achikochi rankommt? Ja, also Momokuri kommt sehr nah an Achikochi ran, halt mit dem Unterschied, dass es nicht so fluffig ist. Sind die beiden nicht zusammen und in Momokuri sind die beiden zusammen. Und das ist auch sehr super. Die sehen mir viel zu jung aus. Ja, das Mädchen ist 16, der Junge ist 15. Und zum Thema 15, 16. Das Mädchen ist halt die übelste Stalkerin. Oh und, Gott, eine Yandere? Haben wir eine Yandere am Start? Nee, aber sie ist einfach eine echt extreme Stalkerin, die den Protagonisten zu so gut wie jeder Zeit beobachtet hat. Ich hätte halt gerne eine Yandere. Ich hoffe, sie geht die Yandere-Route, dann kann ich mir auch anschauen. Und sie wollte halt erst dem Jungen ihre Liebe gestehen, wenn sie 100 Bilder von ihm gemacht hat. Okay. Das ist eine Voraussetzung. Ja. Das kriegt man dann am Ende der ersten Folge gesagt. Aber eigentlich fängt halt die Serie instant damit an, dass sie ihm die Liebe gesteht. Und dann hast du in der ersten Folge halt so ein bisschen erstmal die Hintergrundgeschichte zwischen den beiden. Und in der zweiten Folge sind es dann halt schon mal so Kleinigkeiten, wie dass der Protagonist so langsam merkt, irgendwie weiß das Mädchen schon alles über mich. Aber warum? Das erinnert mich ja tatsächlich an Ding, an Renai Bokun, den Manga. Aber red mal erstmal weiter, ich erzähle dann später die Parallelen. Und es ist halt auf jeden Fall super, super knuffig gestaltet auch, weil die beiden werden so gut wie dauerhaft rot. Und das Mädchen geht sogar so weit, dass sie einfach einen Strohhalm von dem Typen aufbewahrt. Einen Strohhalm? Was hat er mit dem Strohhalm gemacht? Er hat wahrscheinlich was getrunken. Er hat vorher Saft getrunken. Also ein Strohhalm. Ich habe verstanden, ich habe gedacht, Stroh, wie richtige Stroh. Nein. Keine Ahnung, hat er vielleicht so rumgekaut oder so. Er hat einfach einen Saft getrunken und sogar der Saft hat eine Hintergrundgeschichte. Okay. Und sie fragt ihn dann halt, oh, kann ich das bitte für dich wegwerfen? Und nimmt sich dann den Strohhalm, behält den und die denkt dann, wenn sie an dem Strohhalm von ihm quasi auch noch mal draus trinken würde, wäre das ein indirekter Kuss. Ja, das ist ein typisches japanisches Klischee, das ist überall. Aber es ist halt wirklich schade, dass es ein Internet-Anime ist. Also es ist eine ONA. Und das heißt, jeden Monat kommt eine Folge raus. Und das sind 2 Folgen raus. Ja, im Dezember kam die erste. Mhm. Und jetzt im Januar die Folge kam schon.
Und ja gut, der nächste Monat ist ja bald da. Wir sind am 26.01.2016. Ja. Es ist halt ein bisschen sad. Die Folgen sind nämlich auch nur so 12 bis 14 Minuten lang. Also es ist relativ wenig. Dafür ist es von Satellite und sieht für ein... Ja, also im Vergleich sieht das ganz gut aus. Also es sieht also schon sehr hübsch aus. Halt für so kurzere Anime. Der Protagonist ist, sieht halt relativ... Also der Junge sieht halt relativ gebildet, also was ist gebildet, der sieht halt eher so aus wie so ein kleines Prinzchen. Also kann ich mir vorstellen, dass irgendwie so Elite-Schule oder sowas und keine Ahnung. Also so sieht zumindest wirklich ein Cover aus. Nicht? Also okay. Bisher wurde es so noch zumindest nicht gesagt. Also aber ich kann es ja vorstellen. Dem Bildungsstand der beiden. Ich weiß nicht. Ich kann mich irgendwie nicht so ganz mit dem Charakterdesign anfreunden. Ja, ich auch nicht. Es sieht zu aus, dünn aus. Ja, es sieht aus, als hätte jemand versucht, Clams etwas niedlicheres Charakterdesign zu kopieren. Ich meine, die Manga-Gruppe Clamp ändert ja sehr oft ihre Charakterdesigns, ändert sie ab. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz an den Screenshots, wie ich hier sehe. Also für mich zumindest ist nicht. Okay, also ich fand, dass es super süß einfach aussieht. Und vor aber Archie-Kochi war süßer, sorry. Halt. Ja, Archie-Kochi war definitiv viel knuffiger. Nee, aber die Design. Beiden verhalten sich halt auch sehr süß. Und sie sind zusammen. Das ist der große Pluspunkt. Das ist der große Pluspunkt. Und es ist kein Drama, es ist Comedy. Und die beiden sind zusammen. Das ist perfekt. So. Das ist Comedy, Romanze, Slice of Life. Was anders nicht funktionieren würde, Slice of Life läuft nur mit den zwei Genres mit. Da fällt mir ein, ich habe Ding zu Ende geschaut, Working. Okay. Yeah, gut gemacht. Aber wenn man von Murukuri schon ein bisschen mehr wissen möchte, das gibt's auch auf Komiko, also da, wo es auch Real Life gibt. Ist halt auch ein Webmanga, das ist Murukuri. Gut. Jo, ich werde damit fertig mit diesem super knuffigen Ding. Okay. Ich lese gerade Schwarzmarken, soll schön viel Gore haben. Du liest es? Nee, ich höre. Ich lese, dass es jemand schreibt. Schwarzes Marken. Schwarzes ja. Marken ist auch so ein Ding, da habe ich es ein bisschen angefangen und in der ersten Episode habe ich mir gedacht, ist irgendwie nicht mein Ding. Ich meine, er hat mich von vornherein schon von der Beschreibung her nicht wirklich angemacht. Mhm. Sie war zu übertrieben abgedreht, ja? Ja. Alternatives Deutschland vor der Einheit, DDR, Spezialeinheiten mit Roboter gegen was weiß ich für außerirdischen Monster. Ich habe keine Ahnung. Geh weg. Sorry. Ich habe keine Ahnung, geh weg. Ich will das nicht sehen, geh weg. Schön. Ja? Ja, irgendwas wollten wir noch sagen, oder? Ja, ich glaube, Pavel wollte gerade irgendwas sagen und dann war er weg. Oder er hat mit seiner Familie gesprochen. Vielleicht ist gerade jemand zufällig ja, reingekommen. Ja, bei mir ist gerade eine reingestürmt, eine wilde. Du bist eine Smoken! Da ist sie schon ausgezogen, kommt trotzdem ins Zimmer rein und schreit mich zusammen. Was ist Scheiße, schreit mich zusammen. Sie kommt rein. Willst du eine smoken? 1:1 Zitat. ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe Working zu Ende geschaut. Yes. War ganz sweet. War ganz gut. Also, Kevin kannst du auch mal antun. Das, denke ich mal, kommt richtig in deine Richtung. Ja. Besonders ja, jetzt kann man Working uneingeschränkt empfehlen, denn es ist abgeschlossen. Yeah. Ja. Und ich wollte ja erzählen, wie diesen komischen Manga da, dieser Renai Bokun, den hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja. Da ist halt eine Yandere hoch 10. Es ist super. Also, wenn du halt so ein obvious Yandere hast, es ist halt einfach klasse. Vor allem ist es halt nicht so. So, Story von diesem Manga ist es ungefähr so: Der Protagonist wacht eines Tages auf, es klingelt was an seiner Tür, stellt sich raus. Es ist ein Cupid, also ein wie heißt das nochmal auf Deutsch? So ein Engel, der Leute verkuppelt. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Oh Gott, wie nennt man das nochmal? Ich hab's auch gerade total verloren. Ich auch. Ich lese zu viel englisches Zeugs. Jetzt ist bei mir wirklich nur noch Cupid im Kopf. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst. Ja, ein Engel halt, der halt Sachen verkuppelt. Also Menschen verkuppelt. Und sie steht halt vor seiner Tür und sagt so, du musst jetzt deinen Lebenspartner finden, weil sonst sterbe ich in 24 Stunden. Also nicht er, sondern sie. Ja gut, so ein Liebesengel kann man auch mal sterben lassen. Liebesengel? Nee, halt. Nee, das ist es nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja. Und
Ich sage so, ja, kein, hab ich kein, also ist mir scheißegal, verreck halt, ist mir wurscht. Amor, ich hab's! Was? Amor ist der deutsche Begriff. Amor? Ich dachte, du meinst Putten. Also so Putten? Wie in den altmodischen, klassischen Gemälden, ich diese kleinen Engel. Diese. Was sind Putten? Cupid in Deutsch. Amor. Putten, das sind diese kleinen... Amor, ja, stimmt, ich habe nur Amor. Ja. Putten, das sind diese kleinen Engel, also diese Babygroßen mit diesem etwas so fettleibig. Leicht. Ich finde Puten. Mit zwei Pitelli. Ja, gut. Cupid's Bow, Cupid's Arrow, Liebespfeil, Amors Bogen oder eben Cupido, auch in Deutsch. Jo. Stimmt, Cupido. Das nennt man das auch. Ja. Jedenfalls, sie steht vor seinem Haus und sagt so, guten Tag, du musst jetzt mal deine, du suchst jetzt irgendeine aus, die ich gönne sie dir. So funktioniert das natürlich. Yep. Ja, nee, das Problem ist halt, sie ist, diese Cupido, die ist halt eine, die verkuppelt in der Regel nur Kerle mit Kerlen. Also das ist halt der Comedy-Faktor. Sie ist halt okay. So Juri Schrägstrich, wie heißt das deutsche, wie heißt die deutsche, sondern wie heißt das männliche Gegensatz? Schon ein Ei? Nee. Yayoi? Nee, Yaoi, genau. Yaoi und Juri halt, ne? So macht sie es halt. Hauptsächlich Yaoi. Verkuppelt sie halt. Cupido, Yaoi-Experte. Ja, so nach dem Motto. jedenfalls, im selben Chapter, gehen, also ein paar Seiten weiter, sie hängt halt an ihm fest, weil sie halt noch irgendeinen, sie muss ihn irgendwie verkuppeln, weil sonst stirbt sie. So. Dann stehen sie halt vor der Schule, weil der Typ muss ja in die Schule gehen. Sie macht den halt irgendwie so dumm an und redet so und springt auf ihn rum, so nach dem Motto, weißt du, so außenrum halt, wie man es halt so comedy-mäßig mal darstellt. Und ich wurde gerade das Thema angeschrieben. Moment, ich muss ihn kurz löschen. Moment, ich muss ihn kurz löschen. Könntest du mir nochmal sagen, wie der heißt? Renai Bokun. Bokun, wie schreibe ich das? Warte kurz, ich sag's dir gleich. B-O-U-K-U-N. Genau, das ist vollkommen richtig. Ah, ja. Da habe ich es jetzt. Das U hat mir gefehlt. Das so. Ist sowas wie Tyrann übersetzt. Also so? Renai ist das komplette Wort. Die Liebesbeziehung und Bokun ist der Tyrann. Okay. So. Jedenfalls sieht dann, und dann sagt sie so, mich kann eh keiner sehen, ich bin ja eigentlich ein Engel, mich sehen normale sterbliche Menschen sowieso nicht. Stellt sich raus, eines der Mädel, also das eine Mädel, das halt so die übelste Yandere ist, sieht sie dann und entschließt sich dann, das erste, was sie macht, ist erstmal zu ihnen hingehen, ihnen zu sagen, wie, du gehst mir fremd. Also, hä, wie, ich geh dir fremd. Sind wir zusammen? Wusste ich gar nicht. Sagt sie, nein, wir sind nicht zusammen. Aber du hattest das Potenzial. Wir sollten zusammenkommen. Wir sind füreinander bestimmt. Also total so krank, ne? So für den Arsch, ne? The fuck? Und das Erste, was sie dann macht, ist, du bist jetzt dafür. Nee, halt, was ist so der typische Satz im Englischen oder in Mangas, dass das Ding, dass die Viber immer raushauen? Du musst. So nach dem Motto, du musst jetzt für mich sorgen. Oder du musst dafür jetzt bezahlen. Ah ja, weil du musst die Verantwortung übernehmen. Genau, du musst die Verantwortung übernehmen. Das sagt sie dann. Und zieht im selben Moment zwei verfickte Schwerter, die sie aus dem Nichts hat, und will ihn erstmal umbringen. Ha! Jawohl. Weil so funktioniert er ist das. Ja, er ist ja fremdgegangen. er stirbt nicht, weil dieser Cupido, der, sagen wir so, dann machen sie es so, dass, also sie rennen, flüchten erstmal. Kurz bevor sie ihn quasi töten kann, oder sie töten kann, also sie, die komische Protagonistin, eben den Cupido töten kann, schreibt halt der Cupido in das Buch, dass die quasi alle drei Liebhaber sind, also Lover, ne? Und dadurch, dass sie eben mit einem Engel zusammen Lover sind, sind sie unsterblich. Sprich, sie sticht ihn dann ab, aber er stirbt nicht dran. Also es ist jetzt eine Dreiecksbeziehung. Das wird aber... Auf dem Papier. Bleibt ab, ja, genau. Auf dem Papier Dreiecksbeziehung. Also ist eine Dreiecksbeziehung mit einer, die eigentlich mit einem Cupido und mit einer Yandere. So läuft es. Sein Leben ist am Arsch. Genau. Der will eigentlich nur noch rauskommen. Natürlich hat er hatte schon länger Gefühle für sie. Also für diese Yandere, wusste halt nicht, dass sie so total im Arsch ist, ne? Wusste er natürlich nicht.
Und irgendwie so 10 Chapters später wird auch erklärt, warum er an ihr hängt und so weiter. Und, also warum sie an ihm hängt und so weiter und so fort. Und auch familientechnisch und so weiter. Es ist ziemlich interessant, wie gesagt. Sonst würde ich ihn ja nicht. Ich glaube, ich rede schon locker zum dritten oder vierten Mal über den. aber anscheinend weiß keiner von euch, weil der habe ich nicht so gut erklärt. Doch, für überhaupt nichts jetzt gerade. Ja. Ja. Es ist halt ein Harem, logischerweise. Das Schlimme ist, der wird nicht kleiner, er wird immer größer. Ah, schade. Also es kommt immer, also es kommt dann noch eine, die halt diese Olle, die andere. Also es kommt die, wie heißt das? Ja, es kommt halt noch eine dazu, die betitelt diese Yandere als große Schwester. Weil die haben was mit der Familie zu tun, aber das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber sie ist halt auch total auf die also Yuri-technisch, ne? Die will sie haben. Also haben wir jetzt eine, die will den Protagonist. Wir haben eine, sie will die die weibliche Protagonistin. Und wir haben halt den Cupid zwischendrin, der noch nicht weiß, was es will, weil es versteht Liebe nicht. Als Cupid. Ja. Also haben wir quasi eine Tierex-Beziehung. Und der Protagonist will einfach nur raus. Und ja, den habe ich zum Beispiel heute Morgen wieder gelesen. Den lese ich immer mal wieder. Immer wenn ein neues Chapter rauskommt, das kommt immer so 1-2 Monate Intervall, kommt da mal was Neues hinterher, so 2-3 Chapter vielleicht. Okay. Und dann lese ich immer komplett nochmal durch, weil es ist schon wieder lange her, ne? 3 Monate, kannst du mal durchfalten. Mhm. Wenn ich am Morgen so Wochenende oder im Urlaub habe, im Bett liege, dann nehme ich das Tablet zur Hand und lese mir nochmal durch. Und ja, wie gesagt, der hat mich auch ziemlich doll dran erinnert, weil eben Yandere, ne? Und vor allem, wie es eben dazu kam, dass sie halt ihm jetzt so doll lieb hat und so weiter und so fort. Sehr interessant. Und wie sie eben wie sie sich eben verhält als Yandere. Es ist so genial. Es ist so super. Sie will einfach alles abstechen, was ihm in die Nähe kommt. Alles, was Titten hat, abstechen. Es ist so genial. Ja, eine Yandere musst du einfach übertrieben und lustig machen. Wenn du sie wirklich ernst und seriös machen würdest, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich unangenehm. Ja, also wie gesagt, ich kann den so gut, also ich kann den echt empfehlen, der ist super. Der Zeichenstil ist auch super und die Charaktere sind alle liebenswert. Und ja, die ersten paar Arcs, die sind auch sehr geil. Der bekommt auch ein Anime, wenn ich das gerade richtig lese. Das wäre ziemlich genial, weil den würde ich vergöttern, Top 10, easy, Top 3. Ich kann mir vorstellen, dass die Sorte von Humor, weißt du, mit dem Timing und dem Slapstick, dass die gut funktioniert als Anime. Ja, vor allem halt einfach nur, wie die Charaktere eben sind. Das ist auch irgendwie, ja. Wobei ich mir das Manga gar nicht so gut vorstellen kann, was Charakterdesign wirkt, wie sie es eben in Farbe dargestellt haben, nicht so geil. Also ja, zum Beispiel diese Yandere ist komplett, hat rote Haare, rote Augen, weißt? Und der Protagonist hat blaue Haare, irgendwie blaue Augen. Und diese komische Olle, da hat gelb, also blonde Haare und grüne Augen. Und es sieht einfach so falsch aus. Alles. Sehr, sehr komisch. Aber, wie gesagt, ich würde es feiern. Es ist super. Es ist echt klasse. Ja, also bloß sieht so aus, dass es greenlighted wurde, diese Anime-Adaption. Das ist sehr gut. Jo. Also kann ich dann empfehlen, wann kommt der raus? Dazu gab es noch nichts. Wahrscheinlich Sommer oder so. Nee, nicht Sommer, Sommer wird zu früh. Also wenn die Produktion jetzt erst anfängt, dann wahrscheinlich erst Ende des Jahres. Ja, gut. Aber den kann ich schon mal empfehlen, entweder ihr wartet oder ihr lest einfach mal durch, der ist super. Also vor allem, weil eben die Yandere ist super. Das ist einfach die perfekte Yandere, die man haben möchte in der Romanze. Aber weil wahrscheinlich nicht in der echten. Punkt, ja, der Punkt ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie auch so nehmen. Gut, da ist Pavels Siegel drauf. Seal of Approval. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also ich kann den nur empfehlen, wirklich. Nehmt ihn, gönnt ihn euch, schaut ihn an. Ja. Okay. So, Kevin, hast du noch irgendwas? Oh, hab ich noch was? Das ist eine gute Frage. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich eigentlich noch irgendwas geschaut habe, aber mir fällt nichts mehr großartig. Nee, ich glaube, geschaut habe ich nichts weiter. Ich habe einen Manga noch hier. Jo. In meinen Händen. Also tatsächlich habe ich den physisch als Buch. Ion. Ich glaube nicht, dass ich schon mal darüber gelesen habe, gesagt habe. Ja, nee, ich glaube doch schon. Echt? Ja. Schade. So geschrieben wie das MMO oder wie was? Wie das MMO geschrieben. Das hat nur nichts damit zu tun. Okay. Den wollte ich jetzt noch wieder lesen und auch durchlesen, weil ich alles komplett hier habe und dann mal eine Review drüber schreiben, weil es eigentlich ganz interessant ist.
Es geht halt um eine Stadt, die wohnt, die ist nah am Meer. Und da kommen immer so. Also nah am Meer im übertragenen Sinne oder wirklich nah am Meer? Wirklich nah am Meer gebaut. Okay. Ist die Stadt. Und da kommen immer Geister raus aus dem Wasser. Ah, okay. Und die wollen die Menschen die gehen in den Körper und in die Gedanken eines Menschen, kontrollieren den dann und die sorgen halt dafür, dass dieser Mensch irgendwas Schreckliches tut. Hört sich an, also Mordgedanken hat, entweder an sich selbst oder irgendwen anders. Und es gibt halt ein Mädchen, das trägt Aion in sich. Und Aion ist ein Wesen, das diese Geister vernichten kann, ohne den Menschen zu töten. Und dieses Mädchen ist unverwundbar. Und wow, wohnt in den ersten paar Kapiteln in einem Karton in einem Park. Na gut. Und dann gibt es halt noch den männlichen Protagonisten. Und dem seine Eltern sind vor kurzem gestorben. Die Eltern waren stinkreich. Der hat also einen Haufen Kohle. Seine Tante und sein Onkel passen jetzt auf ihn auf. In einem ziemlich großen Haus. Und als er dann halt von diesem Mädchen erfährt, ich weiß gar nicht mehr, wie sind die aufeinander gestoßen? Nee, die erste Begegnung fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Wahrscheinlich ist er durch den Park spaziert. Nee, so war es tatsächlich nicht. Der kriegt das nämlich dann erst später mit, nachdem er das Mädchen schon ein bisschen kennt, dass die halt im Park wohnt und sagt dann halt so, nee, das kann so nicht weitergehen, du ziehst jetzt bei mir ein. Und ja, dann hat man halt noch so diese kleine Romanze, die dazugehört wahrscheinlich zu so einem Teil. Es hat nur 11 Bänder, was heißt nur, es ist auch ein bisschen, aber viel, ja. Also kleine Sachen sind eher so 2 Bänder oder sogar 1 Bänder. Ja. Da gibt's ja auch genug. Sowas wie Zetsu in the Tempest hat zum Beispiel, glaube ich, nur 5. Ja, und ist auch eine super Story. Ja. Und es ist auf jeden Fall recht interessant. Es ist jetzt nicht allzu hübsch gezeichnet, muss ich echt mal sagen. Ist auch ein bisschen älter, soweit ich weiß. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie alt. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber wie gesagt, allzu hübsch finde ich es jetzt nicht unbedingt. Dafür sind halt... Carlsen Verlag. Carlsen wurde gemacht, lul. Ja, dafür sind die Charaktere und die Geschichte halt relativ interessant, weil es auch immer relativ extrem wird, also auch relativ erwachsen, was die vorhaben, die Charaktere. Zum Beispiel kommen dann halt Geister, gehen in die Gedanken von Tante und Onkel und wollen den Protagonisten dann mit Giftgas umbringen. So, Moment, Aion. Ist das jetzt das Spiel oder ist das. Aion von der Blauen See ist eine Manga-Serie. Gut, das 2008 ja. Bis 2012 lief der. Also 2008 ist schon ein bisschen älter. Bald 10, jo, 8 Jahre alt. Gott, die Zeit vergeht. Yes. Wir sind 2016. Ja. Ja, das ist alles erstmal, was ich dazu sagen kann, wenn das Genre, noch keiner Fantasy, von euch gelesen Mystery hat. Genre, Horror. Nichts Romanze. Es ist halt, ich habe halt nicht ja, gesagt, es ist halt nicht so, es ist halt nicht so ein kleiner so, Aspekt. Ja, es muss ja. Wie man weiß, es geht ja immer Hand in Hand. Es gibt einen Protagonisten, eine Protagonistin. Muss es sowas geben. Gab's ja auch in Pokémon. In Pokémon? Da ist ja, mir das gab's noch nie aufgefallen. Ja, doch, die letzte Folge der Staffel da, wo sie sich trennen da mit Misty und so. Willst du mir das sagen, dass es keine Romanze war? Halt deine Fresse. die Mangakarin, sagt man das so? Die Mangaka. Die hat schon ein bisschen was gemacht. Zum Beispiel Karin, wozu es ja auch ein Anime gibt. Manga? Ach, daher kennt ich das Karte-Design. Der ist so schlecht. Ja, also ich habe von den anderen Manga, die sie gemacht hat, ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Karin, ich sehe nur, dass die Liste relativ lang ist. Karin habe ich hier liegen, der ist schrecklich. Es geht halt darum, dass du es mal weißt, die Protagonistin, war das überhaupt so? Oh Gott, war das überhaupt doch, Mädel, doch, ne? doch. Die Protagonistin ist ein Vampir. Ja. Und der Protagonist ist ein normaler Mensch. Jetzt will das Seal of Approval von ihren Eltern haben. Enjoy. Das ist okay. Karin. Okay. Kann man mal machen. Schlecht, schlecht. Und auch noch so stumpf gezeichnet. Kannst du liegen lassen. Kein gutes Haar lässt der Aber der Punkt ist halt, ich glaube, der Anime hieß anders. Der Anime hieß nicht Karin. Karin, doch, der Anime. Heißt auch Karin. Nein, das ist was anderes. Einfach ich nur den Karin aber so. Heißt was anderes. Ist was anderes. Warte, hier, bitte. Ja, nee, ja.
Ja, stimmt, da ist Karin. Im Dann Englischen hieß der Manga anders. Ja, im Englischen hieß er Cheeky Vampire oder so. Genau, Cheeky Vampire. So hieß das Ding. Den Manga habe ich, Cheeky Vampire. Habe ich hier irgendwo rumliegen, habe ich geschenkt bekommen. Okay. Nie wieder werde ich das Ding lesen. Es ist so schlecht. Einfach schlecht. Braucht man nicht zu sagen. Oder es ist halt wahrscheinlich total so Shoujo, oder? Oh, mal schauen, Zielgruppe. Bei was schaust du das jetzt nach? Was? Bei was du jetzt die Zielgruppe nachschaust? Ich hab keine Ahnung. Das ist sehr gut. Aber unter Genre musst du irgendwo das Shonen? Ja, es lief im Dragon Age Magazine und das ist eher ein Shonen-Ding. Das ist kein Shonen-Ding. Das Ding ist so Shoujo des Todes. Ja. Komisch eigentlich, ne? Das ist Shoujo of Doom. Das braucht kein Mensch. Ja gut, sprich weiter, Kevin. Ich möchte nicht wieder was über Karin hören. Es ist gebannt vom Podcast. Offiziell gebannt, okay. Offiziell gebannt. Ja, so viel habe ich dazu jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Es ist ganz interessant von der Geschichte und von den Charakteren, vor allem, dass die Protagonistin halt unsterblich ist. Achso, wegen kann ihr was anhaben. Ion. Ja, und sie, hat das Ion halt in sich. Definieren nichts kann ihr was anhaben. Ja. Egal, wie oft sie verletzt wird oder so, alles das heilt. Sie ist nicht tötbar. Nicht tötbar. Ja, das ist so fleißig. Das ist das Prinzip davon. Und also ist es so Weekly Case aufgebaut oder eher so fortlaufende Story? Es ist mehr oder weniger Weekly Case. Also es hat auch eine fortlaufende Geschichte, das Mädel, was Iron in sich trägt, das hat zum Beispiel noch Geschwister, also zumindest spricht sie immer als Schwestern an. Aber aber da steckt wohl irgendwie noch ganz viel mehr dahinter, aber soweit habe ich noch gar nicht gelesen. Na gut, passiert. Ja, du bist komplett da. Ich habe komplett da, aber noch nicht komplett gelesen. Bist du behindert? Ja, hallo? Ja, das hi. Das sind 11 Bänder. Du bist arbeitslos. Wen juckt das? Danke. Ich habe dich auch lieb. Ich weiß. Kevin, just do it. Ja, aber tut mir leid. 11 Bänder sind nicht so großartig. Wie viele Chapter sind das denn? 6 Chapter wahrscheinlich pro Band. Also sind es 66 Chapter. Wenn es hochkommt, vielleicht 9, das sind es gut, 99 Chapter. Also auf meinem Anime-List steht 44 Chapter. Siehst du, das sind das wie viel? 4 Chapter pro Band. Ja. Und ist das so viel? Wie dick sind die Dinger? Ja, geht. Jetzt ja, ist nicht allzu dick. Nicht allzu dick. Also auf gut Deutsch bist du ein fauler Drecksack. Ja, wenn es im Standardformat ist und der Kevin normal liest, dann braucht er zwischen einer halben und dreiviertel Stunde pro Band. Was? 4 Chapter? Das gibt mir 4 Minuten, Mom. Ja. Also wenn ein Band normal größer ist, dann ist es zwischen 180 und 200 Seiten. Und eine halbe Stunde für 200 Seiten ist schon normal. Ne? Ist schon schnell genug. Ich bin enttäuscht. Zukünftig hier, unser Staff wird jetzt dann erstmal beurteilt, wie schnell es lesen kann. Und dann wird es erst eingestellt. Oh Mann. Wie viele Seiten liest du pro Minute? 2. Du bist nicht dabei. Ich meine, normalen Text, also Fließtext, kann ich wesentlich schneller lesen als Manga. Das kapiere ich auch nicht. Was ist mit deinem Hirn los? Ich glaube, der schaut sich einfach ganz lang die Bilder an. Ist wirklich so. Ich schaue mir ganz gerne und lange Bilder an. Doch dann. Irgendwann hat man doch gerafft, was da drauf ist. Ich brauche keine 4 Minuten für ein Bild. Ich achte aber gern auf die Details und alles, was da drauf ist. Du, ich musst du erstmal einen Manga finden mit vielen Details. Ich möchte echt mal wissen, was passiert, wenn man dem Kevin dann Blame zu lesen gibt. Dann hast du teilweise Bänder, da sind in 200 Seiten insgesamt 20 Zeilen Text. Oh Gott. Oh, das dauert dann. Das dauert dann. Das sind ja nur noch Bilder. Bye mit Kevin. Ja, oh, schöne Bildchen. Ja gut, aber mal Hand aufs Herz. Du solltest mal lesen lernen. Lesen kann ich. Ja, scheinbar nicht. Ich brauche nur lang für die Bilder. Ja, die Bilder kann man nicht lesen, also. Dafür gibt es ja bald den Blame Anime. Also. Yep. Glaubst du nur dafür? Sowieso. Nur dafür.
Also, ich habe immer noch meine gigantischen Zweifel, dass sie das richtig schaffen. Mit dem Blame-Anime. Kevin, bist du fertig? Ich bin fertig. Gut, machst du noch weiter. Zack, zack. Mit meinem Leben. Ja, wir könnten auch erst eine Pause machen. Nee, wir brauchen keine Pause. Ja, doch, ich wäre ja ganz gern für eine Pause. Kevin, du brauchst jetzt nicht aufs Klo gehen. Ja, 5 Minuten Pause wird uns nicht killen. Ja. Kevin, geh schnell aufs Klo. Okay. Okay. Kurze Pause. Er verneint es nicht. Willkommen, Bug. Bug? Ja, womit habe ich aufgehört? Ja, ich habe mich wieder aufgeregt wegen Blame. Beziehungsweise ich habe so Zweifel, so richtig. Ah, Fracksausen. Das kann nicht funktionieren. Das Blame ist eher was für so leicht den Artiste, den leicht künstlerisch veranlagten Kerl. Meinst du im selben Falle wie bei dem einen Studio, was jetzt dich gemacht hat, das zum Beispiel Ergo Proxy gemacht hat? Nee, in dem Falle. Anders. Der Autor, bevor er Mangaka wurde, hatte eine Ausbildung als Architekt gehabt, als Designer. Ne? Und das merkt man. Der tut sich einfach in Blame in seinem Erstlingswerk nur austoben mit den geilsten architektonischen Designs, die du gesehen hast. Und dann gibt es sehr, sehr viele Kapitel nacheinander, wo einfach die Hauptfigur einfach nur durch unglaublich große architektonische Dungeons, durch Cyber-Dungeons durchklettert und irgendwann auf irgendwelche Lebensformen trifft, die ihn angreifen. Dann liefert sich er mit denen einen riesen Battle. Manchmal wird er einfach besiegt und fällt irgendwie, was weiß ich, wie viele tausende Kilometer in eine andere Ebene. Oder andersmal besiegt er sie und legt eine ganze, eine Gegend, so ein paar Quadratkilometer von diesem Cyber-Dungeon in Schutt und Asche. Und das ist größtenteils Blame. Das geht dann so 10 Bände lang, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie sie das geschaffen, das gescheit in eine Anime-Serie zu packen. Die müssen das wirklich arg umschreiben. Meiner Meinung nach, damit es funktioniert. Finde ich nicht. Also ich kann mir auch in einem Film die ganze Zeit eine Gegend angucken. Ja, aber wie viele Episoden meinst du, wird das dich fesseln, bevor es langweilig wird, dass du jemanden zusiehst, wie er stumm durch einen Cyber-Dungeon kämpft. Ne? Als Spiel würde das, glaube ich, eher funktionieren. Wir haben ja zum Beispiel sowas wie Shadow of the Colossus, wo du auch nur teilweise eine Ewigkeit durch eine leere Ebene reitest. Ja, Also es ist ja nicht so, dass es keine Story und keine Charaktere gibt und die reden auch miteinander und es gibt eine Entwicklung. Aber größtenteils ist Blame halt sehr geile Cyber-Dungeon-Landschaft, fette Fights und Stille. Ne? Stille. Ja, bin ich mal echt gespannt, wie das funktionieren soll. Ja, wenn es dadurch, dass es halt weniger Dialoge hat und sich mehr auf die Architektur oder beziehungsweise einfach auf das Bild fokussiert, kann das ganz gut werden. Du kannst einfach genießen, wie der Charakter sich fortbewegt, beziehungsweise wie er halt das Ganze macht. Ich habe Hoffnungen, aber ich habe auch viele Zweifel. Ja, sowohl wie auch kann möglich sein, ne? Ach, das ist wieder von Polygon Pictures und die setzen sich bestimmt mittlerweile mit dem Mangaka zusammen. Ich meine, die haben ja auch Sidonia Kishi gemacht. Das ist doch, glaube ich, vom selben Mangaka, ne? Ja, selber Mangaka. Sidonia Kishi war gut. Ist gut. Ich hoffe doch immer noch, dass das Ende auch noch kommt von Polygon Pictures. Die sind gerade sehr beschäftigt, ne? Ja, die sind beschäftigt. Mit Arjun und mit Blame. Ja. Schauen wir mal. Gut, also, ich hab zu eurem Leiden nur 80er-Jahre-Kram geguckt diesmal. Ja, gut, ich bin auf Kamera. Okay, ich auch. Oh, Mann. Viel Spaß, Matze, tschüss. Ihr Penner, haut nicht ab. Nicht das einzige 80er-Jahre-Zeug, was ich letztens geschaut habe, war dieses Cobra. Cobra ist cool. Habe ich aber, glaube ich, auch nur bis Folge 28 geschaut. Das reicht doch. Du bist so 3 Folgen vorm Ende, hast du aufgehört. So ja, dann einfach, weil wird einfach diese Weekly Case. Ja. Sorry, dass ich zu viel verlange, aber ich hätte keine Story. Das ist ja völlig in Ordnung, weißt du? Das episodenhafte Sachen waren in den 80er Jahren weitaus mehr verbreitet noch. Und zwar, ich habe total einen auf Fanboy gemacht und habe die ganzen Mamoru Oshii-Sachen nochmal mir reingezogen. Oder Oshii Mamoru, wenn man es die japanische Schreibweise nimmt. Der Regie, der hat schon was drauf, auch wenn sein Ego so aufgeblasen ist, dass er locker damit bis zum Mond schweben könnte. Läuft. In den 80er Jahren gab es ein paar Sachen, die richtig groß waren. Unter anderem
war das der Toriyama, also der Dragon Ball Mangaka. Bevor er Dragon Ball gemacht hat, hat er Dr. Slump gemacht. Das ist so eine kleine Comedy-Serie, auch so sehr episodenhaft und Weekly Case-mäßig. Und die andere, die so richtig groß war, war die Rumiko Takahashi. Und die hat dieses Urusei Yatsura gemacht. Habt ihr das schon mal von gehört? Ich glaube schon. Das ist das mit der Lamm, mit dem Alien-Mädchen, das so zwei kleine Hörnerchen hat und so ein Tigerstreifen-Bikini. Ah, ja, ja, ja. Ja. Die Story von dem Urusei Yatsura ist eigentlich, dass der Hauptcharakter ist etwas, was heute etwas weniger in Animes da ist. Das ist so ein, es ist zwar ein junger Schüler, aber im Inneren ist er ein alter, notgeiler Sack, der jedem Rock hinterherläuft. Ja, Hauptsache, er kriegt seinen Harem und Hauptsache, er kann Frauen irgendwie. Du willst sagen, sowas ist heute selten? Ja, ich meine. Nee, heutzutage ist es eher so, dass er einen Harem hat. Ja, heutzutage ist der Hauptcharakter eher ein kleiner, etwas unscheinlicher, wo man sich reinversetzen kann. Ach so, und du meinst, nicht der hat total. Ich sehe eine hübsche Frau, ich renne da hinterher und gaffer gleich mal. Wie spät mit mir einen Kaffee trinken gehen. Es gibt halt Side-Characters sind gerne so, aber nie der Protagonist. Ja. Und damit ich das jetzt richtig auffasse, also in diesem Urusei Yatsura geht es quasi darum, dass der Protagonist ein Schürzenjäger ist, aber kein Harem bekommt. Jein, ja, so könnte man das vielleicht sagen. Er hat auf jeden Fall ein normales, vergleichsweise normales Highschool-Leben. Er hat eine Freundin sogar. Ich frag mich auch, was das für eine Psychotussi ist, die mit dem ausgeht. auf jeden Fall, die Welt wird von Aliens besucht. Die kommen gleich als Invasionsmacht und sagen, ja, bla, unser Planet gehört euch. Aber wir geben euch eine Chance, euch zu verteidigen. Und zwar wird ein Wettstreit zwischen meiner Tochter, also der Lamm, und einem zufällig von unserem Computer ausgewählten Erdenmenschen. Natürlich wird unser Hauptcharakter, der Ataru, wird ausgewählt. Ne? Und der ist natürlich in der ganzen Nachbarschaft völlig bekannt als absolute Loser, ne? Und taunige nichts, der sowieso nichts in seinem Leben zubringen wird. Und die Reaktion der ganzen Erdbewohner ist so voll geil. So, sie fühlen, ach, wir haben schon verschissen. Die ganze Nachbarschaft so sieht ihn so, oh Gott, wir sind so am Arsch. Aber er lässt sich was einfallen. Er wird da bockig, richtig. Und er schafft es, die Lamm zu besiegen in so einem Wettstreit, wo es darum geht, sie zu fangen. Das Problem ist, die Art und Weise, wie er sie fängt, wird von ihr interpretiert als Heiratsantrag. Und sie sagt was? Ja. Wie jetzt? Nochmal. Die Art und Weise, Heiratsantrag. Also, die müssen ein Spiel fangen spielen. Er ist natürlich sehr im Nachteil, weil die Lamm, die kann fliegen und sie kann elektrische Stöße verfeuern. Also sie ist sozusagen Storm. Okay. Aus den Comics. Er schafft es aber, sie zu überlisten und sie fängt zu fangen. Es war so, dass er seiner Freundin das Versprechen abgeringt hat, dass sie, wenn er es schafft, die Welt zu retten, dass sie ihn heiratet, ne? Und dann fängt er die Lamm. Achso, ein Lamm hat gedacht, er meint sie. Ist genau bei Tulofu. Ja, da kommt er natürlich, jetzt kann ich endlich heiraten. Und sie so, okay, ne? Und dann verliebt sie sich logischerweise ihn aber eigentlich nicht. Ist ihr scheißegal, sie will aber nur aus ihrem Königreich weg. Genau. Und natürlich, er kann nicht wirklich Nein sagen, weil entweder, weil außerirdische Invasoren, die Erde in die Luft jagen können. Und die Lamm ist auch eigentlich der Prototyp der Yandere, weißt du? Wenn er irgendwelchen Mädels hinterher rennt, wird sie eifersüchtig und dann wird unser Ataru ein kleines bisschen gequält, indem er erstmal in die Mangel genommen wird mit Elektroschocks. Also, das ist eine. Wie man das halt so macht. Reine. Ja. Okay. Die meiste Serie begibt sich damit, dass irgendwelche kleine Weekly Case-mäßigen comichaften Sachen passieren. Also, es hört sich echt doll nach Tool of Ruhe an. Ja. Ja, wahrscheinlich schon, Tool of Ruhe hört sich ziemlich doll danach an, sagen wir es eher so. Ja, so müsste es man sagen. Das war am Anfang der 80er. Und dann gab es auch eine relativ erfolgreiche Fernsehserie mit über 200 Episoden. Oder waren es knapp 200 Episoden? Ich habe nachgeguckt, 195. Ja. Und die Kinofilme von dem Ding ist das, was so richtig wichtig ist. Und zwar, da hat der Oshii, der Regisseur, so seine ersten großen Sporen verdient. Der hat schon vorher gearbeitet, aber die Dinger waren wichtig. Besonders die ersten zwei hat er gemacht, danach hat er keine mehr gemacht. Die waren echt krass in dem Sinne. Der erste, der war sehr nah dran an dem Original. Also der Mangaka und die Produktionsfirma haben sich da voll eingemischt und dafür gesorgt, dass es voll original ist. Und der Regisseur, der so totales Ego-Trip-Vieh ist, der war total unzufrieden damit. Der war absolut sterbensgekränkt, dass er so einen Film abliefern musste. Was ich nicht verstehe, weil der Film war ziemlich gut. Der war richtig gut. Mhm.
Aber dann hat sich herausgestellt, den zweiten Film hat er dann im Geheimen gegen allen Widerstand des der Produktionsfirma und der Originalautorin komplett auf seine eigene Kappe gemacht. Und das, wie kann er den ganzen Film auf seine eigene Kappe machen? Also in japanischen Animes war das anscheinend, aus irgendeinem Grund hat er das geschafft, das so durchzumogeln. Ja, der Punkt ist halt, war das gut oder schlecht? Es war verdammt gut, aber die Reaktion darauf war von extrem. Von den Mangaka, denke ich mal, scheiße. Nicht nur von Mangaka. Die Mangaka hat einfach gesagt, das ist einfach nicht mein Werk. Ich distanziere mich davon. Aber Die Fangemeinschaft, die ging total durch. Da gingen bei dem Regie gingen sogar Morddrohungen ein. Ja, passiert, mein Gott. Ja, im Sinne von wegen, was hast du mit unserer beliebten Serie gemacht? Meine Schnute. Auf jeden Fall hat er danach Jetzt war der Film jetzt gut oder nicht? Ja, der gut. Film war sehr gut. Der Film war fantastisch. Der zweite war noch besser als der erste. Warum der haten die dann alle? Ja, weil er nicht original ist. Weil er halt ganz anders ist als die Originalserie. Beziehungsweise sich sehr viele andere Themen und andere Stimmungen. Und ja, es ist schon weit von dem Ding abgegangen. Echt mal, Menschheit einfach erschießen. Beschränkt so Aussagen wie das, nicht immer wie im Original, regen mich immer auf. Ja, es ist halt schade, ne, wenn du dann jemanden hast, der seine künstlerische Freiheit so richtig austobt und dann kommt was richtig Gutes ja, raus gut, und dann die Leute das, so. Es kommt drauf an, ich finde, es kommt drauf an, wer es gezahlt hat. Und was das Endprodukt ist. Wenn das Endprodukt gut ist, aber halt nichts mit dem Universum zu tun hat, ist das Original Work von ihm. Ganz einfach. Und da sollte sich auch keiner beschweren. Es kommt darauf an, wer es dann gezahlt hat. Und wenn es ab irgendein Studio gezahlt hat, das nicht, das sich dadurch dann verarscht gefühlt hat, dann ist scheiße, richtig. Ja. Aber wenn sie es verkauft, dann können sie es auch aufs Maul halten. Die Sache ist die, ne? Er hat halt wegen dem Erfolg des ersten Films das durchziehen können. Und wenn du den zweiten Film dir heute anguckst, dann kannst du gar nicht verstehen, warum die Fans so gekränkt waren. Klar, es ist etwas anders, aber es ist immer noch total eine Odyssee, total voll die Lamm-Episode. Nur in Filmlänge. Na gut, ja, kann man nichts machen. Ja. Auf jeden Fall danach hat er eher... Fans man nicht verstehen. Echt so? Selbst in den 80er Jahren, als das Internet noch nicht verbreitet war, waren sie alle Fans schon dämlich. Ne? Jo. Fanboys und Fangirls. Ja, unsere Fans sind genauso. Die sind so dämlich, die zeigen sie nicht mal. Sauerei. Die schauen unsere Videos gar nicht. Schaut unsere Videos, bitte. Auf jeden Fall. Oshi hat danach eine relativ lustige Karriere gehabt. Erstmal hat er so richtig das Ego bekommen und hat lauter so eher in Richtung künstlerische Seite gehende Filme gemacht, wie zum Beispiel diesen Angel's Egg. Mitte der 80ern, der ein vollkommen undurchdringliches, es ist so eine Art von komischer Endzeit-Apokalypten-Fantasy-Märchengeschichte, die das Christentum abarbeitet und es ist vollkommen unverständlich fast. Ne? Ich verstehe. Ja, es ist eben nicht. Es ist die Sorte von, wie wenn du ein modernes Kunstwerk vor dir hast und denkst dir, was zum Geier soll das sein? Okay, vielleicht so extrem ist es nicht, aber es geht schon in die Richtung. Und moderne Kunst. Danach hat er sich ein kleines bisschen gefangen und dann hat er Pet Labor gemacht. Was ist das? Pet Labor ist einer meiner Lieblingsdinger. Das ist über eine Polizeitruppe mit Polizeikampfrobotern in der Zukunft. Jesus. Das ist der absolut realistischste Mecha-Anime, den ich je gesehen habe. Die bemühen sich mit jeden kleinsten Detail, wie es wirklich sein könnte, wenn du in der Zukunft große Roboter als Arbeiter und als Polizeidinger hast, sozusagen als Ersatz für gepanzerte Polizeiwagen. Ne? Aber Matze, was genau von Pet Labor hat er gemacht? Ganz Pet Labor, der ist einer der Schöpfer davon. Also alles davon. Der hat geschrieben, Regie geführt und bei den Designs mitgeholfen. Ne? Das ich war meine so nur, welche Serie davon, aber wenn er alle Serien gemacht hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Er hat nicht unbedingt jede einzelne Kleinigkeit gemacht, aber es hat sich so eine Gruppe um ihn herum gebildet. Die haben sich Headgear genannt und die haben zusammen Pet Labor auf die Beine gestellt. Und einer war der treibenden Kräfte dabei. Und er hat natürlich Regie geführt bei der Original OVA und bei den ersten zwei Kinofilmen und bei großen Teilen der Fernsehserie. So, das wollte ich doch noch wissen. Und ich habe mir letztens den Kinofilm angeguckt, den ersten. Und der ist ja schon sehr lange in Deutschland draußen, das Ding. Sachen, die in Deutschland raus sind, geil. Der ist schon irgendwann Mitte der 90er rausgekommen bei uns. In deutscher Synchro sogar schon. Das war halt ein relativ großes Panini. Ding.
Hat er eine gute Synchro? Ich sehe gerade nämlich, dass er von Panini ist. Schade. Nee, das war in den Frühzeiten der Animes. Da waren nicht so tolle deutsche Synchros da. Leider Gottes. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Auf jeden Fall. Der Pat Labor-Film ist super Bombe, weil er ist einer der letzten Filme der 80er Jahre, 1989 rausgekommen, wo Japan halt noch das Talent und das Geld hatte, auf Animes zu verpulvern, bevor dann halt wirtschaftlich die Blase geplatzt ist Anfang der 90er und da drüben alles runter und drüber ging. Und wow, das Ding ist komplett handgezeichnet. Das kann sich aber trotzdem heute noch so extrem sehen lassen. Deswegen sieht das so gut aus. Ja. Ich sehe gerade Screenshots davon. An 80er, auch Ende der 80er hätte ich da jetzt nicht automatisch dran gedacht. Pat Labor sowieso war verantwortlich für eine Art von Design, so ein bisschen realistisch angehauchte Anime, von den Schattierungen und von den Farbgebungen, die man dann durch die ganze 90er gesehen hat. All die 90er Jahre Action-Animes wie Spriggan oder wie Jinro und der ganze Kram, der hatte eine ähnliche Optik gehabt. Auch der zweite Pat Labor und natürlich Ghost in the Shell, was auch von Oshii ist, von Mamoru Oshii. Nee. Den habe ich mir angeguckt und er ist wahrscheinlich einer der letzten Animes vom Oshii, wo er noch so ein kleines bisschen in Ordnung war im Kopf. Also er hat immer noch das Problem, dass er echt teilweise schwer durchdringlich ist und unnötig überkomplex. Es ist natürlich eine Polizistengeschichte, also hast du einen Kriminalfall, den du auf irgendeiner Weise auflöst. Du hast ein Mysterium und du hast ein Bösewicht, der so Sherlock-mäßigen Moriarty daherzieht, indem er eigentlich etwas so Kompliziertes macht, dass eigentlich kein normaler Mensch darauf kommen würde. Das ja, ist passiert nicht unbedingt schlimm. Denk mal über Ding, Hideo Kojima nach. Ja, Hideo Kojima wird wahrscheinlich der Jetztzeitige sein, obwohl der hat zu der Zeit auch schon Computerspiele gemacht, ne? Ja. Aber ich glaube, die waren nicht so total verzwackt wie Metal Gear später. Ja, es gab doch da irgend so ein Point-and-Click-Adventure sogar. Er hat irgendein Adventure gemacht, was eine sehr komplizierte Story haben soll. Er hat ein Cyberpunk-Abenteuer-Game gemacht. Das müsste zu der Zeit gewesen sein. Das war irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er, ja. Aber das war auf japanischen Heimcomputerrechnern und Die Japaner haben ja keine Computer, ne? Was? Nein, Spaß. Das war ein Spaß. Das war so ein Komplett-Computerset, weißt du, so ähnlich wie ein Amiga, das zu der damaligen Zeit gab, den man aufrüsten konnte und etc. für mich auch. Aber du hast von der einen Firma das eine Standard-Computer-Modell gekauft, ne? Also nicht im Sinne von wegen, da gab es einen Windows-Rechner, sondern es war proprietär, also eigenes Zeugs. Auf jeden Fall, Oshii und seine extrem komplizierten Geschichten mit christlicher Symbolik und Bibelzitaten und unglaublich komplizierten Stories. Aber und Evangelion. Du, Evangelion kann sich damit genau in dieselbe verdammte Schüssel reinsetzen. In dieselbe, ja, echt, ey. Das hat jetzt schon, hat schon angefangen am Ende der 80er mit diesem, oh Gott, wir wissen nicht, worum es geht. Es ist alles total kompliziert. Aber das Gute ist, da war noch ein richtig, richtig feiner Regisseur. Also im Sinne von wegen, es wird dir ein bisschen langweilig und die Charaktere sind einfach toll und die Action ist auch toll. Und Problem ist, ich habe den zum ersten Mal gesehen, als ich noch nichts von Pat Labor wusste. Weißt du, ich habe mir gedacht, Film, okay, gut, kann man sich auch mal reinziehen. Gibt große Roboter drin, bin ich eigentlich ganz happy drum. Und für mich, Krimi-Geschichten sind auch ganz in Ordnung. Kann ich mich immer für halt herziehen lassen. Aber es macht halt viel, viel mehr Spaß, wenn du die OVAs davor gesehen hast und weißt, welche Charaktere die mit ihren Kniffen sind und mit ihren Eigenheiten. Und dann erkennst du es halt wieder und weißt, wie der Film darauf aufspielt. Das ist echt schade, ne, dass du den Film eigentlich nicht wirklich genießen kannst, wenn du die Serie nicht dazu geguckt hast. Aber das ist halt alles in einem Aufwasch passiert, weißt du? Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, die Produktionsmittel daher zu bekommen. Aber Manga und Anime, OVA und Film, das wurde alles ungefähr zu selchem Zeitpunkt angefangen zu produzieren und ist dann vergleichsweise nah beieinander rausgekommen, Ende der 80er. Mhm. Und dann ist der Erfolg schnell gekommen und dann kam auch schnell die Fernsehserie. Weißt du das? Ja.
im zweiten Kinofilm wird's dann noch heftiger, ne? Dann kommt's hier mit Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien ist nicht richtig, Militärtheorie, ne? Wie in, wie Militarismus in Japan beim Zweiten Weltkrieg passiert ist, das will ich euch jetzt nicht erzählen, das ist Geschichtslektion, das wird wahrscheinlich langweilig, aber so ein hypothetisches Szenario, in dem in Japan durch eine Krise das Militär an die Macht kommen würde in der Zukunft, das wird dann in Pet Labor 2 behandelt. Und das ist ja nicht unbedingt ein leichtes Gericht für ein Action-Anime, ne? Mhm. Also, wow. Also bei dem OCE, da ist es ein bisschen schwer geworden, nach den 80ern sich mit ihm anzufassen. Ich meine, Ghost in the Shell ist cool und alles. Ich liebe Ghost in the Shell. Aber das ist auch so ein Film, der vollgestopft ist mit Zitaten aus Philosophie und aus Religion und meine Schnute. Die Symbolik in dem ganzen Ding, da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen, wenn ich auch nur dran denke. Und die Story da war denk auch nicht einfach zu verstehen. Pro-Tipp, denk einfach nicht drüber nach. Sag mal, hat einer von euch eigentlich irgendetwas von dem Kollegen gesehen? Ich wüsste jetzt nicht wirklich. Hast du mal Ghost in the Shell gesehen? Ja. Ja, okay, dann hast du mal was von ihm gesehen. Also es ist echt besser, wenn man sein 80er-Jahre-Zeug guckt, auch wenn er da ein bisschen abgedrehter ist. Es ist wenigstens unterhaltsamer. Wie war sein Name nochmal? Mamoru Oshii. Mamoru Oshii. Also, bin ich gar nicht hier. Habe ich mich vertippt? Das kann jetzt sein. Also, ah, hier, Entschuldigung. Auf der Seite, wo ich gucke, kommt das Oshii zuerst. Ich habe halt die deutsche Aussprache genommen mit Vorname und der Nachname. Habe ich irgendwas davon gesehen? Ach, er hat irgendwas bei Halo Legends gemacht. Ja, okay, was das habe ich gesehen. Kapiere. Ich meine, er macht seit einer Weile keine Animes mehr und tut eher an Realfilmen rumbasteln. Ich glaube, den letzten Anime, der er gemacht hat, hieß, glaube ich, Skycrawlers, was so ein komisches Science-Fiction-Anime war. In dem du eine Zukunftsvision hast, wo Krieg aus der ganzen Welt eigentlich verschwunden ist, aber die Menschen haben trotzdem noch den Drang nach Auseinandersetzung kriegerischer. Also werden so Kindersoldaten geklont und gezüchtet, die mit so Zweiter Weltkrieg-ähnlichen Propellerflugzeugen Luftkrieg gegeneinander führen. Okay. Sehr komische Anime. Coole Flugsequenzen und Actionsequenzen, aber weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Also nachdem ich noch mir so fast alles vom Oshii reingezogen habe in den letzten paar Wochen, also seitdem das Jahr angefangen ist, es war eigentlich mein ganzer Januar, war Oshii-Januar, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass der Kerl ein Rad hat. Yes! Ist ein absolut begeisterter und begabter Regisseur, aber der hat ein Rad ab. Und der hat ein Ego, ein Riesenego. Ja, mein Gott. So Menschen muss es auch geben, ne? Ich bin eigentlich froh, dass es so Menschen gibt. Es ist weitaus interessanter, wenn du einen verrückten Regie und kreativen Kopf dabei hast, als einen, der einfach nur alles nach Handbuch macht, ne? Ja, ist wohl wahr. Aber ja, er macht es halt einem so überhaupt nicht einfach, seine Filme zu gucken manchmal. Oder also, zu mögen. Die besten Sachen sind nur aus den 80ern. Also die Lamm-Filme, die ersten zwei, die Urusei-Yatsura-Filme, die sind so klasse. Und die kannst du auch gucken, ohne dass du irgendetwas von der Serie weißt, was richtig gut ist. Bei Pet Labor hast du ein kleines bisschen, ist ein bisschen schwächer, wenn du die Filme guckst, ohne dass du vorher die OVAs gesehen hast oder gar nichts davon weißt. Aber die 80er Jahre sind gut gewesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Auch wenn man sich wirklich nur noch Filme angucken kann, weil der Rest ist von der Animationsqualität und von, ja, die Musik auch. Es ist ein bisschen anstrengend, 80er Jahre Pop von Japan sich anzuhören. Wüsste dich wie bei den Dings. Ich hätte gern so 80er Jahre Soundtrack, das hätte ich heute auch gerne wieder, wie bei sowas wie bei Ein Tal der Winde, also Nausicaä. Oder Captain Future oder sowas. Sowas hätte ich gerne mal wieder. Ja, aber Gott. Captain Future, da war nur der Soundtrack geil, weil irgend so ein Synthesizer-Genie dann für die europäische und amerikanische Version diesen Synthesizer-Intro gemacht hat. Die japanische war nicht so gut. Ich meine da ja, bei Captain Future meine ich ja nicht nur das Opening, ich meine ja wirklich den Soundtrack an sich. Ach so, okay. Der ist halt echt cool. Sehr viel in den 80ern japanischen Soundtrack war halt Fusion-Jazz, ne? So Jazz-Pop-mäßige Lieder. Das hat teilweise sehr gut funktioniert.
Aber wenn du dann die japanischen Pop-Sternchen der 80er Jahre dir anguckst, da fühlst du dich eher so ein bisschen an Schlagermusik erinnert. Okay. Ich mag auch einige Sachen davon, ja. Also der Makros-Kinofilm aus den 80er Jahren zum Beispiel, der hat auch eine ganze Menge japanischer Popmusik, weil halt das ist das Thema von Makros. Déjà-vu, das habe ich schon mal gehört. Ja. Und das ist eigentlich nicht so schlecht, das kann man sich anhören. Aber anderer ist dann ein kleines bisschen, ja, denkst du eher, das könnte so eine kleine Bar, wo dann so ein paar 60, 70-jährige Leute so gemütlich ihre ihr Bierchen trinken und so ein kleines bisschen mitschuckern. Gut. Aber Ende der 80er funktioniert eigentlich schon mit Anime und Manga. Da kannst du schon anfangen mit Zeugs, das auch heute noch relativ cool ist. Pet Labor ist wahrscheinlich einer der bestgemachten Animes des Jahres da. Also der ist, ich würde jetzt sagen, fast besser als Akira vom Technischen. Der ist richtig gut. Besonders, wenn du die Blu-ray mal angeguckt hast. Die Blu-ray ist schön. Ich bin froh, dass ich mir den geholt habe. Hab ich auch hier. Wollte ich noch mit meinem Vater gucken. Ist immer noch nicht dazu gekommen. Ja, solltest du mal machen. Ist er gut? Ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob sie den neu synchronisiert haben. Weiß ich jetzt echt nicht. Nee, die haben zum einen die Kinosynchronisation drauf auf der Blu-ray und die Panini-Synchronisation. Aber nochmal neu haben sie nicht gemacht. Okay. Nun ja, ansonsten war halt auch mein Januar mit den neuen Serien der Wintersaison behaftet. Und ja, wir haben ja relativ coole Sachen dabei. Wir haben in dem Januar gleich zwei Serien von diesem typischen Klischee Rollenspielwelt, Online-Rollenspielwelt wird real. Wir haben dieses Grimgar, dieses Haito Ganzo no Grimgar und dieses, wie heißt es nochmal, Konosuba, also Konosubarashi Sekai ni Shikufuku, komischer Titel. Also ein Segen auf diese wunderbare Welt, bla bla bla. Und das eine ist eher ernsthaft, das andere ist eher so eine Komödie. Also im Sinne von wegen albern. Echt albern. Pavel, hast du überhaupt irgendein Interesse an so Dingern? Ich meine, Overlord hat dir gefallen, ne? Ja. Ja. Aber Sword Art Online hat dir nicht gefallen. Ne? Sword Art Online ist auch super. Doch, hat er auch gefallen. Ich weiß doch ganz genau, wir sind da gehockt, zu fünft in einem Channel. Und dann haben wir gewartet, bis der Kollege den Full-HD-Rip quasi in seinen Server gelegt hat, damit wir uns zusammen zu 6, zu 5 anschauen konnten. The fuck? Ich okay. könnte mir Sword Art Online nicht noch einmal anschauen. Oh, ich bin derjenige hier, der Sword Art Online nicht mag. Achso, du warst es. Also ich finde es nicht so uber gut, aber beim ersten Mal ist er super. Ja, also er hatte schon was. Ja, also als ich den zum ersten Mal geschaut hatte, war ich auch war ein bisschen super. Hyped. Aber als ich ihn zum zweiten Mal ist er nicht mehr so nice. Als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich mir dann halt nur so langsam gedacht, warum genau habe ich das nochmal gemocht? Ja. Es hat seine Arcs, die sind halt super gut. Aber dann gibt es dann wieder so Arcs, die willst du dir nicht nochmal anschauen. Was? So, ja, das ist Arcs, die das super Arc, gut sind. Für ersten dritte Folge. Was ist da? Das mit Weihnachten und Winter und so. Nee, das fand ich total unnütz. Echt? Das war meiner Meinung nach der einzige Abschnitt, der wirklich gut war. Nee. Brauche ich nicht. Also das ist mir zu viel. Vor allem, du weißt das genau, nachdem du das erste Mal geschaut hast, ja, sie ist RIP, super, sie ist sie nicht mehr. Und dann kommen sie immer wieder trotzdem mal kurz vor. Obwohl du weißt ganz genau, sie ist RIP. Ja. Ich meine, das war das einzig richtig Gute an der ersten Staffel von Sword Art Online war die Spannung, weil die Leute halt RIP geben könnten, ne? Ja. Und das Problem ist, das sorgt halt dafür, dass mehrmals angucken nicht so viel Spaß macht. Und zweitens, dass wenn das mal weg ist, wenn die lebensbedrohliche Sache weg ist, dann wurde Sword Art Online manchmal noch auch ein bisschen langweilig. Ich fand es besser, weil einfach echt? Das war, wenn du es dir halt so anschaust, ist halt immer wieder dasselbe. Die zweite Hälfte von der ersten Staffel fand ich dann auch besser als die erste Hälfte, aber es war halt immer noch nicht gut. Okay. Also es war okay, aber nicht gut. Es hatte auf jeden Fall gute Fights in der ersten Hälfte der ersten Staffel. Ja, es hatte super Kämpfe, aber auch später. Also in der zweiten Staffel hat es super Kämpfe gehabt.
Auch in der ersten Hälfte hatte es Superkämpfe. Es hatte immer Superkämpfe. Die Kämpfe waren immer gut da. Daher. Weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben diesen Januar zwei Sorten von diesen Animes. Also im Sinne von wegen Online-Rollenspiel-Welt wird real. Die eine, die Grimgar, ist wirklich auf ernsthaft und versucht ein bisschen clever damit umzugehen. Im Sinne von wegen, gruppenweise kommen Leute aus unserer Welt dahin. In die Welt haben aber keine Erinnerung an nichts. Ne? Man kann nur als Zuschauer so auffassen, dass sie aus unserer Welt kommen, weil ihnen ab und zu mal Wörter einfallen aus unserem modernen Zeitalter, wie Smartphone und so. Aber sie selber wissen damit nichts anzufangen. Die haben einfach nur so ein paar Erinnerungen, die sich da bei ihnen rumspuken. Und das könnte so ein bisschen Battle Royale-mäßig aufgezogen werden. Ich weiß es noch nicht genau. Es sieht auf jeden Fall etwas vielversprechender aus. Und das andere, das Konosuba, das ist eher ein auf, das ist amüsant. Das ist zur leichten Unterhaltung. Da ist so ein totaler Loser, der aus seinem Haus zum ersten Mal seit Monaten rausgeht, um ein Spiel zu kaufen, weil es die Limited Edition nur im Laden gibt und nicht über online bestellen. Und er sieht ein Mädchen, wo er denkt, das wird gleich vom Traktor überfahren. Und er springt davor und stößt sie weg und es stirbt. Aber er stirbt nicht, weil er vom Traktor überfahren wird. Weil es war so ein kleiner, so ein Opa auf so einem Feldtraktor, der nur in Schritttempo gefahren ist. Das sah für ihn nur so schrecklich aus dem Augenwinkeln. Und der stoppt natürlich vor unserem Protagonisten. Der ist aber schon längst an einem Schock und Herzinfarkt am Verrecken. Also, wow. Kinder, was lernen wir daraus? Niemals rausgehen. Ja. Also kommt er erstmal in das Fegefeuer. Und da sitzt vor ihm eine Göttin. Also im Sinne von wegen so richtig geklaut von Megami-sama. Ah, Megami-sama oder Oh My Goddess. So leicht bekleidet, mit richtiger Attitüde, ne? Und will ihn abfertigen, wo er denn hinkommt. Will er in den Himmel, wo es ewig lang nur Sonnenschein gibt, aber kein Fernsehen, keine Computerspiele, keine Bücher, kein gar nichts. Oder will er zurück auf die Erde, um nochmal von vorne anzufangen, also Reinkarnation. Oder will er vielleicht in eine dritte Welt, wo es einen Dämonenherren zu besiegen gibt, so einen Dämonenkönig, wo er als Abenteurer sein Glück versuchen kann, ne? Und dann, er überlegt so und er will ja eigentlich, findet er das ganz interessant mit dem Dämonending, ne? Aber sie tut ihn eigentlich nur stressen. Sie tut sich eigentlich nur über ihn lustig machen und sie tut ihn nur niederdreschen. Die Göttin, die ist nicht besonders nett zu ihm. Die sitzt da und füttert ihre Chips und tut einen auf gelangweilt, so auf Cäsar macht sie. Und er darf eine Sache mitnehmen in die Fantasy-Welt. Eine einzige aus seinem Leben darf er mitnehmen. Und dann sagt er, dann nehme ich dich mit. Und die Göttin guckt nur so blöd, weil da gleich kommt von oben vom Himmel die weitere Verwaltungsgöttin und sagt, ja, Antrag ist genehmigt. Und sie so, what? Jetzt ist er erinnert mich gerade auch an einen Manga, den ich letztens gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, das ist das Problem. Deswegen bin ich gerade mega innerlich am Weinen. Und zwar, es geht halt darum, der Protagonist ist ein sehr unbeliebter Mensch und er hasst sein Leben und er geht nie raus. Dann geht er eines Tages raus und ich habe vergessen, wieso, aber er stirbt. Er stirbt, weil er jemanden rettet. Und das Einzige, was er sich immer gewünscht hat, war quasi ein Restart seines Lebens. Und den bekommt er dann und wird dann wiedergeboren als ein reiches Kind. Quasi. Okay. Und er kann jetzt in dieser anderen Welt, ist er jetzt Magier und was weiß ich was. Der war mega interessant, ich würde so gerne wissen, wie er heißt. Fuck, den will ich heute nochmal lesen. Den lese ich heute nochmal. Auf jeden Fall, diese Fantasie, ne, ist anscheinend relativ weit verbreitet. Nur hier in dem Anime wird das alles so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ne? Sie kommen da zusammen an und sie ist natürlich total außer sich, weil er sie mit reingezogen hat in den Scheiß und jetzt ist sie keine Göttin mehr. Und klar, die können gar nichts. Und anstelle von sofort Heldentaten zu verbringen, tun sie erstmal die erste Episode damit verbringen, Stall sauber zu machen und sonstigen Scheiß. Und ich habe schon ein paar Ausschnitte aus den nächsten Episoden gesehen, ich habe noch nicht weiter geguckt, aber das scheint komplett die ganze Zeit nur auf abgedreht, unterhaltsam, Slapstick und ein bisschen so Meme-Humor, Internet-Humor aufgezogen zu sein. Also das ist was für die leichte Unterhaltung. Aber es hat einen ganz komischen Zeichen- und Animationsstil. Es wirkt schon ein bisschen amateurhaft, fast schon. Okay. Vielleicht war es auch nur die erste Episode. Aber es wirkt auf jeden Fall anders als die meisten Animes, die jetzt im Moment in dem Ich bin kurz AFK, suche mein Handy zusammen. Ich muss jetzt wissen, wie das Ding heißt. Okay. Such es. Okay. Such es. Ja. Startet.
Die anderen Sachen, die wir auf Anime aktuell zusammen gucken, ja. Da brauchst du halt ohne Pavel nicht drüber reden, denke ich mal. Nicht wirklich, ne? Ja. Eigentlich schau, Pavel weg. Naja, ja, ist mal also, volle Penner, Arschloch. Jetzt können wir jetzt kurz hier uns über den lustig machen, ey. Jetzt, wo der weg ist. Ey, Kevin, Vorsicht, ja. Der Pavel hört das, was du hier sagst. Die Drache. Ich hab das nie gesagt, ich schneide das raus. Oh, ich aber nicht. Na gut, Grimgar hat auch eine interessante Optik, ne? Ja, sieht schön aus. Ich meine, ich habe ja fälschlicherweise gesagt, dass es mich an Usagi-Drop erinnert. Muss ich halt sagen, ich habe Usagi-Drop eine Weile. Drop eine Weile nicht gesehen. Jetzt, wo ich nochmal kurz reingeschaut habe, nee. So ja. Ähnlich ist es doch nicht. Ist eher so Pastell-Kinderbuch-farbenmäßig gemacht, Usagi-Drop, ne? Beziehungsweise ist es sehr weich und angenehm von Farben und Flächen und vom Design. Ist es wunderschön. Hier ist es eher so Skizzen mit Wasserfarben, ist so das Hauptaugenmerk von Grimgar. Ja, das ist auch sehr schön. Es funktioniert auch sehr gut. Es sieht aus wie ein Designdokument für ein altes Super Nintendo-Rollenspiel. Ja. Vor allem sind so Hintergründe und so, finde ich so ganz schön. Ja. Ja. Ja, also sowas sollte es öfters mal geben. Also ist eigentlich echt hübsch. Aber ich weiß noch nicht genau, wie gut es mit der Atmosphäre von dem Ding zusammenpasst. Ich meine, wenn das jetzt irgendwann richtig düster und brutal wird. Also ich bezweifle persönlich. Ich bezweifle es auch. Irgendwie das ganze Design tut einem einen anderen Eindruck vermitteln, ne? Ich denke eher, es wird eine sehr ruhige Geschichte bleiben. Eine ruhige Geschichte, wo eine Gruppe von Abenteurern ums Überleben kämpfen in einer Fantasy-Welt. Ganz ruhig. Ich hoffe, das passiert mal richtig fetzen. Ich hoffe, die kommen in Lebensgefahr. Um was geht's denn? Also, hi to Gensu no Grimgar. Ja, also ich hoffe, dass du wieder so ähnlich wie, also nicht unbedingt genauso wie in Sword Art Online, aber ich brauche einfach Sachen, wo die Charaktere ein kleines bisschen sich anstrengen müssen und um ihr Leben auch mal kämpfen müssen, anstelle einfach nur in der Fantasy-Welt hier so auf ach, schöne Abenteuer zu gehen. Also, ja. Ich will einfach nur interessante Dialoge mit einer ruhigen Atmosphäre, einem schönen Soundtrack und das ist Grimgar bisher gewesen. Na gut, die Charaktere waren jetzt noch nicht so interessant, weil sie alle sehr klischeehaft waren. Ja. Vor allem der Busendialog. aber vielleicht kommt ja noch halt irgendwas. Also, ich weiß nicht, welche Serie ich jemandem empfehlen würde. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ich raste gleich aus, Mann. Ich bringe Menschen um. Oder vielleicht gar nicht favorisiert. Das kann auch sein, weil ich habe gerne so durch so, wenn ich irgendeinen fertig gelesen habe, so die ähnlichen, ne? Mhm. Dann kann gut sein, dass oh, Mann! Oh, macht den Papa richtig fertig. Das Ding ist, dieses Saito Gensu und Grimgar, das ist ja auch von A1 Pictures. Also die haben auch SAO gemacht. Und die wissen wahrscheinlich, wovon der Erfolg von SAO abhing. Ja, kann sein. Vom Liebesdrama. Allein Pavel, davon. Können wir dich losreißen von deiner Suche? Oder ich hab's aufgegeben. Losgelöst. Also mein Leben wird spätestens heute Abend beendet, wenn wir Level 20 hitten. Oh, nein, Mann. Warte, was? Wir hitten Level 20, keine Sorge, Pavel. Ja, wenn wir es nicht hitten, dann ist es sogar noch früher. Bitte, Pavel. So wurscht. Da hast du jetzt alles. Soundcloud, YouTube, was willst du mehr von mir? Ich will deine Liebe, Pavel. Pavel eigentlich schon über Musaigen no Phantom World geredet? Nein. Nein. Herrlich, Pavel. Aber Pavel kennt die Limbo-Szene. Limbo? Beste Limbo-Szene aller Zeiten. Kyoto Animation. Es ist endlos pervers viel Budget dahinter und Talent. Und es ist der letzte Scheiß und es ist so herrlich. Werde ich mir auch noch anschauen. Weil er auch relativ beliebt ist. Ja. Ja, halt wegen seiner totalen Dummheit. Werde ich mir geben. Das absolute Futter für das gesamte Internet. Ja, das stimmt. Habt ihr das letztens gesehen, was ich in die Anime Slam Skype-Gruppe gepostet hatte? Dieser Typ, der sich die Luftballons dann aus seinen Oberkörper gemacht hat? Kevin, da habe ich mir so echt gedacht, wo du dich rumtreibst im Internet. Das ich hab keine Ahnung, ich überwacht mal. Werden. Ich hab mich so kaputt gelacht. Wo war denn das? Da, dieses Anime-Nachrichten.de? Nee. Ja, da hat so ein Schnösel hat die Szene mit dem Limbo nachgespielt. Ja.
Hat sich bis auf die Unterhose ausgezogen und hat sich zwei Ballons ich auf der Brust ja. Hast du gepostet? Ich dachte, ich hab das gepostet. Ich hab das gepostet. Hier ist es. Ich hab's nochmal in die Skype-Gruppe auszusehen gepostet. Ich wollte es eigentlich in Teamspeak posten. Hast du nicht? Also, liebe Zuschauer, kommt gar nicht auf die Idee, nach dem Scheiß zu suchen. Es bringt euch nichts. Zuschauer und Zuhörer. Ja, ich kenn's schon, aber. Ach, das war so großartig. Das wird euer Leben nicht bereichern, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Ja, doch, das kenne ich, ja, ja. Dann muss man, das habe ich Steven geschickt, ja, stimmt. Ist ja auch wurscht. Oh Mann. Wenn du sowas jemandem zeigst und sagst Anime, dann, ja, dann kannst du unser Medium und Herbo nicht so wirklich ernst nehmen, manchmal. Ja, das stimmt. Schon schwer genug, unser Medium bei sowas wie Highschool DxD und Highschool of the Dead und so weiter, bei ja. Schon wahr, die Aussage. Es gibt ja Leute, die es richtig, richtig ernst nehmen, wie der Mamoru Oshii, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Sachen wie Phantom Wolves sind lustiger. Ja. Macht mich okay. Halt sad, dass es von Kyoto Animation ist. Warum ist es sad? Das ist gut. Das heißt, ja, Kyoto kann auch was anderes als das Slice of Life. Aber einfach so. Ich erwarte das nicht von Kyoto Animation. So das ist Bullshit. Genau. Ja, ist doch wurscht. Hauptsache, es ist amüsant. Dafür ist es da, das Medium. Es soll Spaß bringen. Ja. Nicht nur Depression und Drama und Tränen. Scheiß Dreckstränen. Ich war so ziemlich dann fertig. Ich hatte mich ausgelamert. Ausgelamert? Ja. Gelamert. Gut, dann gehen wir jetzt zu unserem nächsten Topic. Das wären die Top-Selling-Scheiße 2015. Ja, und wir haben zwar ein paar Listen von dem, was sich am meisten verkauft hat in Japan im Jahr 2015. Was fangen wir an? Mit Mangas? Wir haben 20 Millionen Listen. Wollen wir nicht eigentlich von oben nach unten? Ja, das war Manga ganz oben, ja. Oder? Wir müssen wir machen alle einfach die Top 10 machen. Und fertig. Wir können die 30 Plätze 10, 15 lutschen. Was? Ja, wir nehmen einfach das Interessante. Wie Bleach? Okay, lass uns mal anfangen. One Piece natürlich steht an erster Stelle. Wer hat's denn gedacht? Bei Mangas fängt es an. Ja. 2015 meistverkauftesten Mangas ist One Piece. Ja. Was ich richtig toll finde, ist, dass Seven Deadly Sins auf Platz 2 ist. Ja. Das ist geil. Das hat's verdient. Und mal was anderes außer Shueisha. Ja. Obwohl, ja, Platz 3 ist auch von Kondansha, ne? Das Attack on Titan verkauft sich immer noch unendlich in Japan. Ja, weil es halt gut ist, aber halt immer noch nicht fertig ist. Wenn es fertig ist, dann ist er wieder vorbei. Ja, stimmt, Bleach läuft ja auch noch. Stimmt, da war ja was. Ist irgendwie so eine Top 20. Top 21. Ja. Assassination Classroom auf Platz 4. Also, ich liebe die Serie, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so groß verkauft mit den anderen. Ich will demnächst anfangen damit, aber fehlt mir auch die Motivation irgendwie, weil ich habe schon ein paar gute Overs gesehen. Nicht Overs, sondern AMVs, ja. Okay. Ich war im Darknet. Ich schaue mir auch gerne AMVs an. Ich nicht. Jedenfalls, ja, das sah ganz interessant aus. Also dachte ich, ich schaue es mir nochmal an, aber den Manga werde ich wahrscheinlich nicht lesen. Also es kommt drauf an, wie weit der Anime ist, aber der läuft ja immer noch. Der Jojo hypt den Manga halt ja ziemlich, ne? Ja. Ja, es ist ja auch genau Jojos Humor. Es ist genau sein Ding. Ja. Aus irgendeinem Grund steht auf Platz 5 Kingdom. Ja, okay, die Leute mögen halt den Scheiß mit den chinesischen drei Königreichen und Heldengeschichten. Ich habe die Anime-Serie mal ein paar Episoden davon geguckt. Es ist gut, aber so Terrorbomber. Ja, also ich finde es so richtig geil, es ist dann doch wieder nicht. Ja, es ist auf jeden Fall eigen. Wenn es halt Japaner mögen, dann ist es auch schön für sie. Die mögen es sehr, so wie es aussieht. Ja, das Einzige, was ich jetzt hier zu was sagen kann, ist Prison School, Tokyo Ghoul Re. Platz 9 und 10. Genau, und hab das, was wir schon erwähnt haben, also Attack on Titan, Seven Deadly Sins, One Piece lese ich nicht. Nee. Erst alle so 2 Jahre. Und ja, daher, Seven Deadly Sins ist super momentan, der Manga. Der ist echt klasse. Und der, wie man sich's wohl denken kann, geht da um einiges weiter als hier der Anime. Und er geht gut weiter. Attack on Titan, die sind mittlerweile, denke ich mal, demnächst am Ende. Hoffentlich. Hoffen was. Ist der Protagonist eigentlich schon tot? Nein. Das ist sad. Okay. Kingdom kann ich nichts sagen. Assassination's Classroom kann ich nichts sagen. Haikyuu, diesen Volleyball-Anime-Manga, kann ich nichts sagen. Food Wars habe ich kein Interesse dran. Food Wars ist Terraformers ist so meine.
Ich erwarte, dass Terraformers halt oben ist. Ja, Terraformers ist halt der Gans-Ersatz, weißt du? Beziehungsweise. Gans? Ja. Wenn du Gans magst, machst du Terraformers. Okay, da bin ich mal gespannt, weil Gans habe ich vergöttert. Zumindest im Manga. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es dir hundertprozentig genauso gut gefallen wird. Aber es ist ungefähr dieselbe Sorte von Story. Okay, ja, also wie ich sage, also Gans ist super. Also der Manga ist einfach nur grandios. Das Finale ist einfach over the top. Anime halt nicht. Nee, leider. Aber Terraformers habe ich tatsächlich die ersten zwei Bände, also Band 0 und Band 1 habe ich da liegen. Ja. Diese riesigen Bücher des Todes. Und ja, das ist aber so eine kleine Sünde von mir. Ich habe sie gekauft und nie aufgeschlagen. Oh, okay. Das habe ich sogar, glaube ich, auf Twitter gepostet. Ich muss jetzt 4 Stunden auf meine Bahn warten. Ja gut, da kaufe ich mir ein paar Mangas. Nice. Da war ich gerade unterwegs von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg. Also in die Heimat. Ja. Und dann musste ich halt nach 8 Stunden Fahrt 4 Stunden warten auf meine nächste Bahn. War super. Ja. 10 out of 10. Would wait again. Prison School, haben wir schon im letzten Podcast drüber gehabt. Ja. Habe ich ja schon etwas erklärt und Tokyo Ghoul Red, das weiß ich nicht. Es ist so durcheinander. Mein Gott, wie soll ich sagen? Wenn man den Tokyo Ghoul an sich gelesen hat, kann man den ganz nehmen. Bloß das Ende war relativ schwach. Mhm. Und dann kommt Tokyo Ghoul Red und schmeißt einfach alles um. Du hast keine Ahnung, wo das anfängt, du hast keine Ahnung, was es los ist. Und ja. Was ist hier nur los? Ja, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt für ein aktuell, glaube oder fast aktuell. Aber ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich verstehe es nicht. Wo fängt ein Tokyo Ghoul Re an? Wo hört's auf? Ich meine, was dreht sich's gerade? Was hat der Mangaka verändert? Weil es fängt ja irgendwo mitten in Tokyo Ghoul an, quasi. Nicht da, wo es original geendet hat, glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Der Protagonist, der ist anscheinend derselbe, aber er sieht komplett anders aus und der hat irgendwie, ist er gestört? Keine Ahnung. Mhm. Ja. Das Einzige, was mir wundert, ist One Punch Man soweit. Und die Beliebtheit von Tokyo Ghoul ist der Hammer. Wenn du es überlegst, dass Tokyo Ghoul die Originalserie 3,5 Millionen verkauft hat an Bänden im 2015 und dann Reh nochmal 3,5 Millionen, der Kerl kann mit den Top 5 fast mithalten, ne, von Verkaufszahlen. Mhm. Eieiei, gutes Jahr für den Ishida gewesen. Das ist vollkommen richtig. Ja, aber sagen wir das rein. Also gut, man kann auch vielleicht was sagen zu One Punch Man. Das ist komisch, dass es nicht so ganz oben ist, aber es hat immerhin die japanischen Verkaufszahlen und die amerikanischen. Ja, weil für außerdem die One Punch Man, Top 1. Ja, da kommen halt nicht so viele Bänder pro Jahr raus. Richtig. Ne? Das ist vollkommen richtig. Viel zu wenig. Dafür ist die Verkaufszahl eigentlich ziemlich gut, ne? Ja, Naruto hat ja dann auch geendet. Deswegen auch nicht so hoch. Fairy Tail kann ich nicht sagen. Nisekoi könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich höher sein könnte, ist aber halt schlussendlich nur eine Romanze. Also wenn du die Verkaufszahlen ansiehst, mit 3,2 Millionen ist es immer noch sehr gut. Ne? Ja, klar. Also, ja, natürlich. Ja. Die sind zwar so in der Platzzahl so untereinander, aber das ist nicht so, dass sie so weit voneinander entfernt sind. Ne? Ja, und da kommen die, also Ace of Diamonds kann ich nicht so sagen, genauso wie Yowabushi, Peter. Ace of Diamonds, ist das nicht dieses Baseball-Ding? Oder vertue ich mich da gerade? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ja, Baseball. Ich kenn's nicht. Und Serum of the End, das ist solch eine Schande, dass es auf 19 ist und dadurch vor Magi und Bleach. Verkauft sich ungefähr genauso gut wie Magi und Bleach, wenn du die Zahlen anguckst. Ja, aber ich würde sagen, Magi und Bleach dürften beide einfach mal 5 Stufen über dem sein. Bleach ist halt immer noch geil, aber dauert immer noch zu lange. Und Magi ist wirklich super. Wirklich, wirklich super. Wobei das, was jetzt als nächstes rauskommt, dieses komische Sinbad-Arc, das ist einfach total unnütz. Ja. Wobei das auch natürlich logischerweise Sinn hat, aber naja. Die Schande überhaupt ist sowieso, dass Detektiv Conan immer so weit oben ist oder überhaupt noch existiert, um ehrlich zu sein. Über und noch 2,5 Millionen. Fast. Black Butler, wow, da freuen sich die Mädels. My Hero Academia, darauf freuen sich alle auf dem Anime. My Love Story, das Ding ist schon so alt wie, doch Gott. Was, oder Monogatari? Nee, My Love Story. Ja, das ist auch Monogatari. Achso. Ah, es ist okay, nicht so alt. Nee, das stimmt. Ich habe gedacht, das ist dieses Manga Love Story so rum. Nee, ist nicht Manga Love Story. Ja, hab schon gemerkt. Gott sei Dank. Ja. Ja, gut. Und das war's. Wenn man bei den Mangas durch, ne? Und nach Platz 11, nach One Punch Man, was ich schon die ganze Zeit ansprechen möchte, Blue Spring Bride. Und das ist auch das ist die erste Romanze,
in diese Top-Liste quasi. Ich meine, der erste Slice of Life ohne Spott. Und ist auch ganz schön, hatte ich mir den Anime mal so angeschaut. Das wurde in Polen released, sehe ich gerade. Und in Frankreich auch. Ich kann nicht die ganze Zeit ansprechen und Pavel hat einfach nicht aufgehört zu reden. Und immer wenn ich dann versucht habe, hat er einfach weitergemacht. Es tut mir so leid für dich, Kevin. Ja, vor allem hat er es selbst nicht mal erwähnt. Er hat es einfach übersprungen. Ah ja, es muss ja nicht unbedingt jedes im Detail besprochen werden. Nur so ein kleiner Überblick, ne? Was in Japan gerade so 2015 sich gut verkauft hat. Ja. So, alles, was ich dazu zu sagen habe. Na ja, gut, nächste, Light Novels, zu denen können wir niemand was sagen, außer dass wir vielleicht die kennen von Animes oder Mangas. Ja. So, is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Danmachi. Ja, Danmachi, ist toll. Hat sich am meisten gebraucht. Regular at Magic High School, ist toll. Beziehungsweise Mahoka Koko no Ritose. Gesundheit. My Teen Romantic Comedy Snafu, das ist super. Ist auch was gut. Ist ja. Overlord, super. Naruto, Overlord auf Platz 4, das macht mich so glücklich. Ja, wenn es sich so gut verkauft, kriegen wir mehr Anime. Ja, Naruto, mein Gott, wusste nicht mal, dass es eine Light Novel dazu gibt. Sword Art Online, werde das erwartet. Kagaru Days. Was ist Kagaru das? Days? Das Ding, hier. Ach, das ist Mekako City Actors. Genau, genau, genau. Ach, das ist mit den Dings Vocaloid-Viechern. Ja. Okay. Koku, Haku. Jökü, Renshü, sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts, nein. Sagt mir absolut gar nichts. Shinyaku, Tauru, Mayutsu no Index. Natürlich sagt mir das was. Das ist super. Sword Art Online nochmal. Sehr gut. Nochmal Sword Art Online. Auch in den Platz 10. Zwei Sword Art Online sind in den Platz 10. Tante Series. Das sagt mir sogar was. Das ist von dem Schreiber von der Monogatari-Serie. Ja. Von dem Nishio Ishin. Ja, super. Okay. Aber ich habe noch nichts davon gesehen. Und nochmal Danmachi. Nochmal Danmachi? Und dann nochmal Haikyuu. Plus diesmal Nobel. Novel Edition, steht da dick drauf. Ja. Und dann No Game, No Life, das ist super gut. Und dann nochmal Sword Art Online. Scheiße, wow. Wie ist die Light Novel von Sword Art Online verkaufen, ey? Date Alive, das ist ja auch unter den Top 30, das ist interessant. Da, auf Platz 16, How to Raise a Boring Girlfriend. Und langsam gab es auch Details zur zweiten Staffel und ich freue mich drauf. Ja, dann haben wir wieder Müll, Seraph of the End. Dann kommt wieder Gate, super. Gate ist in den Top 20, das ist... Ja. Und sogar der Devil is a Part-Time ist in der Top 20. Das interessiert mich halt, weil der gar nicht so scheiße war. Bloß halt wenig Story. Ja, da war zu wenig Episoden im Anime. Weil ja. Light Novel hat genug Story. Hätten wir weitermachen können, ne? So, es kommt wieder der größte Müll aller Zeiten. Nein, Monogatari-Serie ist es gut. Nee, bereite ich gar nicht. Ich bin schon weiter unten. Excel World. Excel World ist noch dran. Müll, du bist aber schon 30. Ganz schön weit unten. Ja, der Rest interessiert mich nicht. Testament of Sister New Devil, das ist genau der größte Müll aller Zeiten. Aria, das Scarlet, das verstehe ich sowieso nicht, dass es überhaupt beliebt ist, weil das Müll ist. Chivalry of a Failed Knight, das ist gut, das ist tatsächlich gut. Und dann kommt wieder Naruto. Mann, ey. Das ist fucking normal Light Novels haben. Wenn du es dir überlegst, ne, wenn du alles zusammenzählst von Sword Art Online, was auf dieser Liste ist, haben die sie wahrscheinlich am meisten verkauft zusammen. Ja, das ist vollkommen wahr. Da macht jemand Geld von einer Marke, die keinen Sinn macht. Gut. Mm. Light Novels waren Müll. Who had thought? Aber gut, nicht alle. Aber die meisten, die ersten vier waren richtig gut. Und dann kommt Müll. Irgendwas, kennt keiner. Okay, das ist gut. Wieder Müll. Irgendwas. Wieder dasselbe wie vorher. Müll. Gut, Müll. Was ist das denn? Gut anscheinend. Gut. Müll, gut, Müll, gut, Müll. So, das war die Top 30. Ja, es ist nicht wirklich vorherzusehen, was sich gut verkauft in Japan oder nicht. Wir müssen es auch nicht verstehen. Deswegen sind wir auch nicht in Japan. Wir müssen es nicht verstehen, wir sollen es auch nicht verstehen. Die sollen ihren Scheiß behalten, wir sollen nur das Gute rüberschiffen. Aber es ist gut, es zu wissen, weil, ne, die guten Leitnovels bringen mehr Anime. Wenn sie halt, aber ich denke mal nicht, dass wir noch mehr Sword Art Online bekommen. Ich glaube, das reicht. Nee. Wir bekommen ja nicht mal die Light Novel. Das ist vollkommen richtig. Es könnte sein, dass bei den unglaublichen Verkaufszahlen wir mehr Danmachi bekommen. Das wäre ziemlich gut, aber ich denke nicht, dass da noch eine Staffel Sword Art Online released. Das meine ich. Das glaube ich auch nicht. Obwohl es so geliebt wird. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit die jetzt sind mit ihren Light, also gut, die Light Novel ist ja fertig, aber was sie da noch großartig reinbringen wollen. Und die nächsten Arcs sind ja eigentlich gar nicht mal so interessant. Vor allem, weil sie halt zum Beispiel allein schon in der zweiten Staffel irgendwie vier Arcs wieder bearbeitet haben, also vier Bücher.
Ja, und die, also, die letzten, die waren ja total kurz. Die waren ja 4 Episoden, mal 3 Episoden, 1 Episode. Ist ja Müll. Der letzte Abschnitt ist ja nur noch ein großes RPG. Ja. In der Light Novel. Das könnten sie theoretisch machen, aber ich denke nicht, dass da irgendjemand drauf anspringen würde. So, jetzt eine Frage. Sollen wir überhaupt die DVD- und Blu-ray-Verkaufe machen? Weil da sind alle Animationsfilme dabei, ja nicht nur Anime. Ich sehe es, nee, da lassen wir es übrig. Weil ich sehe solche Big Hero 6. Ja. Ja, Frozen. Japan liebt Disney. Ja, können wir droppen. Ich habe schon beendet den Tab. So, Animations-DVD in Japan wieder droppen. Ja. Ich bin überrascht, dass Mobile Suit Gundam The Origin Platz 4 dann gleich ist. Ja, ich meine, das ist nur eine OVA. Gundam. Die Japan-Anime und Gundam. Achso, das sind CD-Singles. Das sind CD-Singles. Im Sinne von wegen Anime-Lieder. Haha. Ah ja. Kann ich nichts sagen. Ah ja. Blood Brigade Battlefront, das Opening, ist auf Platz 1. Hat sich am meisten verkauft. Das sind Man with a Mission. Warte kurz, ich muss mal kurz gucken. Man with a Mission? Wo liest du das? Ganz unten. Ganz nach unten gegangen. Ach. Extended Version with Lyrics. Stimmt, das ist doch das Opening, oder? Ja. Das Seven Deadly Sins Opening ist auf Platz 10. Ah ja, Tatsache. Ja. Ah ja, das ist auch super. Ich krieg grad Gänsehaut. Fuck. Also das ist gut, ne? Aber bei anderen Sachen, da weiß man nicht genau, was man davon halten soll. Ne? Dieses ganze halt Love Life School Idol Movie, Platz 2, 3 und 4 und dann Cinderella Idol Master, diese ganzen Idol-Dinger, ne? Ja. Sind nicht so wirklich für mich nachvollziehbar, wieso die Leute die Lieder davon kaufen. Das klar, ist das ist wahrscheinlich so. Vollkommen richtig. Bump of Chicken, das gucke ich. Warum gucken genau sie den Anime überhaupt? Chicken. So, Hello ja, World. Weil die Japaner One total auf sowas abfahren, ich weiß. Es sind halt niedliche Mädels und du hast so ein bisschen Lolalität, ne? Die halt Lolarität. Polarität? Auf jeden Fall finde ich das geil, dass von Blockbuster Battlefront sowohl das Opening als auch das Ending drin ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist das Opening von Ron, hier, Dings gedöns. Blockbuster Battlefront. Ja. Habe ich gar nicht gewusst, erst nachdem ich es gehört habe und mittendrin war. Gut. Ja, nee, es tut mir leid, wenn sie mir die Band dahin schreiben, wie Hello World Colony, Bump of das Chicken, da kann Hello ich World nicht Colony nebendran, ist das steht ja nebendran, was ist das? Liednamen. Ja. Habe ich gar nicht gewusst, dass nebendran steht. Gut. Ich habe nur die Titel gelesen. Ich finde krass, dass noch ein One Piece Openings wieder reingeschafft hat. Haben die Top 10. Mal schauen. One Piece. Und Duel Masters Opening /Ending. Days. Ja, ich kenne Duel Masters gibt's noch. Ja, ja. Nee, ich glaube, das läuft nicht mehr. Oh, das ist ein schönes Opening. Das Opening 18. Was ist das für ein. Da kam 2015 tatsächlich noch eine Duel Masters Serie raus. Ja. Japan, was machst du für Sache? Ich dachte, das wäre endlich mal vorbei. Ja, wen juckt's? Muss ich dir nicht anschauen. Ja, ich meine, die Anime von Duel Masters waren sowieso nie gut. Ja, das ist vollkommen richtig. Boah, jetzt sind wir im absoluten Super-Tempo durch die Listen durchgerannt. Ja, Gott sei Dank, das reicht ja auch. Ich möchte jetzt spielen. Ich meine, ich meine, das ist ja tragisch, das ist vollkommen wahr. Ja. Nee, aber es ist lustig, ab und zu mal zu sehen, was halt in Japan zu Mangas liegt. Können wir halt nichts sagen. Weil wir die meisten nicht gesehen haben. Die Light Novels, das können wir sowieso grundsätzlich knicken. Ich bezweifle sogar, dass zum Beispiel sowas wie Dragula at Magic High School, sowas kommt, da kommt keine Staffel mehr. Da weiß ich ganz genau. Ja. Auch wenn es sich global sogar bei uns gut verkauft. Bezweifle ich stark, dass da noch irgendwas kommt, wobei ich das sehr gern haben wollen würde. Das ist dann Overlord, es hat auch so eine Sache, da denke ich, da kommt doch was definitiv, weil einfach das Potenzial da ist. Ja. Genauso wie Danmachi, das ist einfach das neue Sao. Das ist halt auch sowas, was ich in meine Skype-Gruppe geschrieben hatte, was mich halt immer wundert. Ich meine, zweite Staffeln, zweite Staffeln produziert werden, da sind die Verkäufe von auch den DVDs und Blu-rays ja auch sehr hoch und alles eingesetzt. Ja. Und ich verstehe nicht, warum das so extrem hoch angesetzt ist, weil im Normalfall machen die dann doch irgendwann mega schlechte Serien, die sich dann viel schlechter verkaufen würden, als wenn sie jetzt eine zweite Staffel zu irgendwas Gutem gemacht hätten. Ja, das ist es aber, Kevin. Qualität ist nicht unbedingt ein Anschlag dafür, wie gut es sich verkauft. Du hast es ja gesehen, wie der Pavel die Liste runtergegangen ist von den Mangas. Da war eine Menge dabei, die nicht besonders gut war. Trotzdem hat es sich verkauft ohne Ende. Du musst aber global denken.
Ja. In dem Fall, weil die Japaner machen ja zweite Staffel eher, wenn es sich global gut verkauft, weil dann lohnt es sich auch viel mehr. Und wenn es halt nur in Japan gut läuft, dann ist es halt meh. Mhm. Weil du willst ja richtig Geld machen, vor allem, weil du hast eine neue IP, mal gucken, wie du es an jeden ranbekommst. Und falls es sich nicht lohnt, dann lohnt es sich halt nicht. Natürlich kann man nicht sowas sagen wie zum Beispiel Seven Deadly Sins kann nicht jedem gefallen. Wobei, die schon. Der Seven Deadly Sins gefällt nicht jedem. Das ist einfach so dieser typische Dragon Ball-themed eigentlich. Also es verkauft sich, glaube ich, überall gut. Ja. Als Beispiel. Aber die haben ja, die Manga-Serie geht ja immer noch weiter, sie verkauft sich immer noch gut. Und vor allem, die Serie kam, glaube ich, auch gut an. Weil ich habe nie jemanden gehört, der gesagt hat, das war scheiße. Und wenn man sich den Rest so anschaut, so Kingdom, wie gesagt, habe ich ein paar Mal gesehen, aber nie geschaut. Attack on Titan. Ein paar Mal gesehen, aber nie geschaut. Hä? Das ist echt eine seltsame Aussage. Ich habe es gesehen im Sinne von, ich habe das Cover gesehen und gesehen, oh, guck mal, das ist eine neue Folge. Aber ich habe mich nicht dafür interessiert. Okay. Ja. So, Haikyuu ist wieder das neue Free quasi. Mädels halt, ne? Ja. Muss man nicht Mädels verstehen. Halt. Voll um Mädels und Sport, das macht schon Sinn. Nee, es macht keinen Sinn. Nirgends macht das Sinn. Das soll keinen Sinn machen, ergeben. Ja. Aber wie gesagt, das ist einfach nur das, was sich verkauft hat und auch noch nur in Japan. Hätte man eine globale Liste, das wäre was ganz anderes, aber. Ja, natürlich müsste man das dann vergleichen. Also, aber man müsste es dann wirklich richtig komplex aufschlüsseln, ne? Wie viel hat sich in Europa verkauft, wie viel hat sich in Amerika verkauft. Was für eine, das, was My Hero Academia auf Platz 27 ist, dann würde man auch nicht sagen, ja, das könnte gegebenenfalls demnächst rauskommen. Aber es kommt raus. Ich meine, sowas wie zum Beispiel Orange habe ich nie von gehört. Keine Ahnung. My Love Story, doch, kennen wir. Ja. Ja gut, aber das andere vorher hatten wir schon Anime. Tokyo Ghoul hatten wir zwei Animes, Prison School haben wir ein Anime, Terraformers haben wir ein Anime, Food Wars haben wir ein Anime. Ja gut, eigentlich, ja, alles andere hatten wir Anime, bis halt jetzt kommt My Hero Academia auf Platz 27, dass ich kein Anime hatte. Ja. Orange halt auch noch, habe ich nie gehört. Mal gucken, ich guck mal, was das ist. Orange sieht aus wie ein Slice of Life, wie ein Romance und sowas. Es ist ein Live, es hat schon ein Live-Action-Movie. Also hat es auch schon was. Und hier, My Hero Academia hat, glaube ich, nur die beschissenen Mangas. Nee, da Boku no Hero Academia TV Adaptation kommt ja demnächst. Ja. Ansonsten hat eigentlich alles aus. Gintama brauchen wir gar nicht anfangen mit den 40.000 Serien. Black Butler hat auch 3 Staffeln, soweit ich weiß. Yep. March Comes In Like a Lion sagt mir gerade gar nichts. Oh, das ist irgendwas? Von der Autorin von Hanokawa. Das hat noch gar nichts. Die ist so gut. Also es hat noch keine Adaption. Oh, ich verstehe es halt nicht, warum Leute mich anschreiben. Diese Leute, diese Menschen. Der macht tolle Texturen, schreibt mich an und schickt mir Bilder von irgendeinem Deviant-Art-Typen. Dachte, vielleicht magst du das Zeug. Das ist sehr lieb von dir, Luki. Das ist sehr süß von dir. March Comes In Like a Lion bekommt aber, glaube ich, bald ein Anime. Ja, aber bisher ist da noch nichts angezeigt auf dieser Liste, dass da irgendwas kommen sollte. Ja, aber wir haben keine Ahnung, zum Beispiel bei My Hero Academia, da steht ja auch, Rated Anime Boku no Hero Academia Adaption. Ist auch noch nicht released, also vielleicht hängen sie da ein bisschen hinterher. Gut. Kommt im April, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, kleine News noch. Mini-News aus Japan. Es gibt einen neuen King of Fighters Anime. Da freue ich mich richtig schon drauf. Yeah. Fighters? King of Fighters. Das ist ein Prügelspiel-Serie. Ähnlich wie Street Fighter. Und kommt im ersten Quartal, Ende erstes Quartal 2016. Also irgendwann April, Mai. Wird es dann gestreamt übers Internet, was cool ist. Mhm. So ein bisschen Manga-News. Ore Monogatari und Sunken Rock Manga, die werden beide wahrscheinlich dieses Jahr ändern. Sunken Rock wird noch diesen Frühling ändern. Ja, ich denke auch, das ist das Quartal, weil ich habe, wie gesagt, bin ich aktuell und das sieht ziemlich final aus. Oder es ist sogar schon final. Es soll irgendwie Februar oder März soll es enden. Sag mal so, das letzte, also das finale Arc ist schon vorbei. Gefühlt. Okay. Aber es ist trotzdem noch irgendwas da. Also das ist weitergelaufen, das ist komisch. Das wäre mal wieder die Gelegenheit, das Ding von vorne bis Ende sich reinzuziehen. Dann können wir das nämlich ziemlich cool. Und noch eine einzige kleine Nachricht. Es gibt viel mehr Monogatari noch in Arbeit. Der Nishio Ishin schreibt jetzt allein schon noch an 2 Nebengeschichten für 2016. Der Idiot kann einfach nicht aufhören.
Der kann nicht aufhören. Kann nicht aufhören. Ich glaube, ich erlebe das gar nicht, dass das Ding jemals fertig wird. Vor allem, wenn wir nicht heute Abend Level 20 hitten, Jungs. Keine Sorge, das geht ab hier. Also fertig von mir aus. Kevin, hast du noch was? Ja, also in Deutschland wird gerade relativ viel älteres Zeug wieder auf Blu-ray rausgehauen. Perfect Blue erscheint im Juli auf Blu-ray. Blue Submarine Number 6 erscheint im Februar auf Blu-ray. Fullmetal Alchemist Brotherhood gibt's jetzt auf Netflix mit der deutschen Synchronisation. Ist nur ganz komisch aufgeteilt da. Also da ist alle 13 Folgen sind quasi ein Teil auf Netflix. So wird es da bezeichnet. Finde ich ganz komisch. Weiß keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich hatte noch ein bisschen was auf Lager. Ich finde das nun gerade nicht. Kevin. Ja, einen Moment. Perfect Blue lohnt sich, aber ob ich dann für eine Blu-ray holen würde, ich habe mal auf DVD hier rumstehen irgendwo. Blu-ray? Die erste Staffel von To Love Ru wurde lizenziert, kommt bald in Deutschland raus auf DVD und Blu-ray. Wem es gefällt halt. glaub, das war's. Müsste es gewesen sein. Ah ne, da haben wir die nächste Blu-ray, die Devil May Cry Serie kommt auch nochmal auf Blu-ray raus. Die brauche ich nicht auf Blu-ray. Ach, die sah eigentlich ganz okay aus. Die ist, ist in Ordnung, die Serie, aber auf Blu-ray würde ich es mir nicht holen. Oh. Und nochmal Lizenz-News. Ah, Katsukino Yona. Yona of the Dawn wurde von KSM lizenziert. Shoujo-Serie über ein Mädchen, das in einer Fantasy-Welt als Prinzessin eine Rebellion anführt und ein kleines Harem aus Kriegern ansammelt. Sehr Shoujo-mäßig, aber ganz gut. Das klingt witzig. Ja, tut's tatsächlich. Und My Wife is a Student Council President. Super! Also, bekommt eine zweite Staffel. Also zweite Staffel mit Kurzformat oder normal? Das weiß ich nicht. Weil diese 4-Minuten-Dinger waren halt unbefriedigend. 8-Minuten-Dinger waren unbefriedigend. Ich fand das total befriedigend. Da konnte ich mir dann an einem Abend am Stück schön anschauen. War ja, aber toll. Ich hätte das gerne in voll. Ja, das stimmt schon. Diese knuffige Romanze hätte ich auch gerne ein bisschen länger noch gehabt. Aber es kommt ja jetzt erstmal die zweite Staffel. Mal sehen, ich will in voll. Die dann wird. Ach, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Gut, ich schätze mal, dann sind wir am Ende. Das war's. Ei. So, das war der Anime Slam Podcast Nummer 47. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Jo. Bis sie. Bye, bye. Auf Wiederhören.